Moin moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute sind wir bei Hovesim Racing wieder im Sprint Cup unterwegs. Das zweite Rennen erst von 10 insgesamt in dieser Season. Also noch sehr, sehr früh in der Saison heute. Ein Rennen haben wir hinter uns gebracht. Heute das zweite. Ja, und das wird sehr, sehr interessant. Wir haben nämlich viele, viele Fahrer wieder am Start. Ja, knapp über 40 sind es nämlich. Also wird richtig voll und das auf einer, ja, nicht allzu großen, nicht allzu breiten Strecke, wie ihr hier sehen könnt. Wir sind nämlich im Donington Park unterwegs in England und entsprechend auch, ja, englisches Wetter. Scheint wohl etwas, ja, nass zu werden, sage ich mal. Bin mal sehr gespannt, was wir dann heute zu sehen bekommen. Wird sehr, sehr schönes Rennen geben. Wir steigen ein ins Qualifying, würde ich sagen, und gehen mal ein bisschen durch die Fahrer. Wie gesagt, da haben wir einige von. Ich muss mal kurz sortieren hier. Fangen wir wieder bei der niedrigsten Nummer an. Hier die Nummer 3 ist heute die niedrigste Nummer mit Oliver Braun. Der fährt hier den McLaren. Mal gucken, wann die ersten Zeiten hier reintrudeln. Loch haben wir, glaube ich, keine. Nee, gerade erst alle auf einer gültigen unterwegs. Mehr oder weniger. Die meisten zumindest. Aber wie gesagt, ist ja ein bisschen Zeit. 17 Minuten. Jeder muss hier so ein Plätzchen finden bei über 40 Fahrern auf der Strecke. Ja, gar nicht so einfach, da wirklich ein gutes Fenster zu bekommen auf der Strecke. Der Brückner haben wir ebenfalls dabei, der hat die Nummer 4, das ist der Aston Martin hier, Sharks GT Racing, momentan auch auf einer gezeiteten Runde, gerade hier in der Old Hairpin, eine sehr, sehr schnelle Rechtskurve hier, kommt man auch, ja, wie wir sehen, gerne mal zu weit raus, vor allem hier im Nassen auf den Curbs, besonders rutschig, jetzt läuft ja noch schön auf Verkehr auch, zwei Audis hat er vor sich, den einen kann auf jeden Fall überholen, diese 247 hier, er steht ein bisschen im Weg, damit die Runde leider auch dahin, also wir sehen hier die Problematik, dahinter auch zu dritt direkt hintereinander, da wird schon mal ein bisschen fürs Rennen geübt hier. Moin Jan, moin moin. Peter Buchholz haben wir mit der Nummer 5. Das ist der BMW M4 für Soapbox Racing. Der fährt hier auch gerade auf einer leider ungültigen Runde. Also auch da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Die Nummer 8 hat Jürgen Hoffmann oder Hofmann, Team Oggi Oberfranken-Coburg. Haben wir hier im BMW M4 im Schwarzen. Daniel Arning, RM Motorsport, einer von, ja, mehreren Ferraris, die wir hier auf der Strecke haben. Zwei auf jeden Fall. Er einer davon, fährt mit der Nummer 13. Aktuell auf einer, ja, gültigen Runde, aber keine sonderlich gute wahrscheinlich. Auch er hat hier gerade ein bisschen Verkehr vor sich. Holt dann nochmal ein bisschen Schwung aus der letzten Kurve raus. Dann haben wir aktuell, ja, auf der 19 noch ohne Zeit allerdings. Nick Kleefeld, Freibeuter Racing Team. Nick Kleefeld hier, ja, meist im Lamborghini unterwegs. Schauen wir mal, was er hier auf die Strecke bringt heute. Klaus Jekyll, der fährt hier ein bisschen im Gras. Ja, da guckt hier, dass er eine gute Lücke findet. Hier der nächste Ferrari, auch für Soapbox Racing ist er unterwegs. Da oben kommt ein, ja, M6 mit Lichthupe. Sieht er auch wunderbar, lässt er hier vorbei. Und jetzt müsste er eigentlich ein bisschen Luft haben, dass er hier auf eine Runde gehen kann. Dann haben wir Daniel Hofmann, also wieder zwei Hofmanns heute am Start für Hovesim Racing im Audi mit der Nummer 21. Er hat schon eine Zeit gesetzt tatsächlich, gerade direkt hinter seinem Namensvetter, der jetzt auf der 21 ist, mit 5,8 Sekunden Rückstand. Aber ich denke, da wird noch einiges gehen. Jeff Eberts mit der neun schnellsten Runde, 31,995. René Brey, da haben wir den Österreicher für CDS Digital Motorsport. Er gerade durch die erste Kurve durch. Aktuell auf der zweiten Position. 12.000 hat er gerade mal Rückstand auf Jeff Ewerts. Die beiden da so deutlich schneller als alle anderen im Moment. Stefan Mons, der Führende der Gesamtwertung, wenn ich es richtig im Kopf habe, jawohl. Der ist hier auf der 3, aber auch nochmal richtig gut unterwegs mit 4 Zehnteln. Dann kommen wir zu Jeff Ewerts. Da ist er, so sieht's aus. HyperX Racing Luxemburg One. Der Luxemburger hier im BMW M4. Können wir auch wunderbar sehen an der Livery hier. Die Nationalitäten. Sieht sehr, sehr schön aus hier. Mal gucken. Ja, ein bisschen grünes Delta hatte er gerade nochmal. Aber auch er läuft hier ein bisschen auf Verkehr auf. Und die beiden vor ihm auf jeden Fall auf einer gültigen Runde unterwegs. Chrisaya, das ist ein Teamkollege oder der Teamkollege hier mit der deutschen Flagge auf dem Honda. Chrisaya aktuell auf der 21. Bringt auch nochmal ordentlich was mit hier. 0,7 Sekunden. Bleiben wir aber kurz drauf. Dann müsste es nochmal ein Stück nach vorne gehen. Nicht sehr viel nach vorne. Da die Abstände doch etwas größer jetzt. Aber da wird er schon mal eine deutlich bessere Zeit setzen, als die er, ja, zuvor gesetzt hat. Schauen wir mal. Jetzt geht es hier über die Linie. Ja, auf die 21. Wie gesagt, 22 jetzt schon wieder. Da fehlt noch einiges. Jerome Eckert darf auch nicht fehlen. Intruder Racing Team mit dem Audi hier in grün und, ja, gelb gehalten. Wir sehen hier die Boxenausfahrt. Wird natürlich im Rennen auch nochmal eine Rolle spielen. Geht nämlich direkt hier auf die Ideallinie drauf. Da versucht man schön Schwung rauszuholen für Kurve 1. Mal gucken, ob wir da, ja, nicht allzu sehr oder große Missverständnisse im Rennen sehen werden. Ein Boxenstopp muss ja auch absolviert werden heute. Ein Reifenwechsel ist Pflicht. Tanken ist optional. Aber stehst ja ohnehin 30 Sekunden. Also ich denke mal, dass da mehr oder weniger Hälfte-Hälfte
getankt wird. Und Jerome Eckhardt, der zeigt uns mal, wie man die Ultair-Pen am besten nicht fährt. Der ist hier mal schön weggerutscht beim Anbremsen und damit die Runde leider dahin. Samuel Farmer, auch ein BMW M4 für Hovesim Racing. Mit der Nummer 32 fährt er. Er hat noch keine Zeit gesetzt tatsächlich. Auch da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Noch sind hier 13 Minuten ja, Zeit. Wetter, seht ihr, Regen, Strecke auch feucht, also noch nicht mal ganz Regen. Aber Regenreifen auf jeden Fall die bessere Wahl im Moment. 28 Grad Strecke, dann die Strecke doch an sich recht warm. So, ein bisschen Off-Track. Da haben wir halt bei X-Race in Luxemburg One. Hier nochmal ein weiterer Teamkollege, hier auch mit der Flagge auf dem Auto im Porsche diesmal. Stefan Mons, die 33, der Führende der Gesamtwertung. Wir haben ja eine Gesamtwertung sowie drei Fahrerklassen, Gold, Silber und Bronze. Also da wird nicht nur für die Gesamtwertung gefahren, sondern auch innerhalb ja, der Einzelwertung sozusagen. Also muss man sich auch ein bisschen überlegen, wenn hier ein Teamkollege mal andersherum steht in der Melbourne Hairpin. Muss man sich im Rennen mal überlegen, ob man hier den einen oder anderen Zweikampf führt, wenn es gar nicht wirklich ja, innerhalb der eigenen Klasse unbedingt ist. Denken wir zu Friedrich Pfaffenroth, Soapbox Racing. Der Porsche, der blaue auf der 34, hat auch schon eine Zeit gesetzt hier. Denke, da geht auch noch mal ein bisschen was hier, 7 Sekunden Rückstand. Also da muss er noch mal so ja, ein bisschen was rausholen, dass er da den Anschluss ans Feld nicht verliert. Falk Moritz und ganz viele Konsorten dahinter kommen alle gerade wieder aus der Box, ungefähr zur Halbzeit des Qualifyings. Er hat immer frische Reifen geholt. Reifensätze, ja, mehr als genügend auf jeden Fall zur Verfügung für das Wochenende hier 20 Stück nämlich. Sollte reichen fürs Qualifying und ja, fürs Rennen, wo man zwei Reifensätze auf jeden Fall braucht. Falk Moritz hier auf der 9 aktuell mit keiner Zeit, denn er ist gerade aus der Box gekommen, wie wir gesehen haben. Eine Sekunde ungefähr der Abstand nach vorne. 5000stel hinter Markus Emunds auf der 8. Die Nummer 48, Daniel Andersen, der ist der, lass mich kurz gucken, Dritte der Gesamtwertung. Der hat sich 29 Punkte holen können für Platz 3 im letzten Rennen. Hier auf der 4 auch wieder sehr, sehr gut unterwegs. Also der knüpft da an, wo er letztes Mal aufgehört hat. Dann haben wir den nächsten BMW von Panther GT Racing, Danny Anwand auf der 14. Position aktuell. Geht hier auch gerade in seine nächste gezeitete Runde aus der ersten Kurve raus. Ja, hier schön den Schwung mitnehmen. Geht im Trockenen alles Vollgas. Im Trockenen muss man ein bisschen gucken, wie der Grip ist. Wahrscheinlich könnte es hier mal ein bisschen rutschig werden. Auch hier Old Hairpin die Anfahrt. Auch muss man da ja, viel Gefühl haben. Auch er kommt hier zu weit raus. Bisschen zu schnell gewesen. Damit die Runde leider ungültig. Bleibt damit erstmal jetzt auf der 15. Position. Roman Wagner. Da haben wir einen quietschgrünen Aston Martin. Mit der Nummer 56 ist er unterwegs. Mal sehen, diese Runde. Ja, auch der 26 erstmal. Jetzt geht's auf die nächste gezeitete Runde. Schauen wir mal, wo es da noch hingeht. Dann haben wir den nächsten Aston Martin, Rudi Geis, Intruder Racing Team mit der Nummer 57. Er hat auch schon eine Zeit gesetzt. Das wird aber noch keine ernstzunehmende gewesen sein. Damit sein 10 Sekunden Rückstand. Der kann auf jeden Fall deutlich schneller fahren. Aber wir sehen auch, er muss hier gerade mal ein bisschen ja, Platz machen für die ganzen Leute, die gerade auf einer Schnellrunde unterwegs sind. Dann haben wir Detlef Kiep, der auch noch keine Zeit gesetzt hat. Das wird jetzt auch nicht die Bestzeit, würde ich mal sagen. Der Porsche stand da so ein bisschen im Weg, der auf einer ungültigen unterwegs ist. Wo ist er denn? Links auf dem Rasen, glaube ich gerade. Jawohl, jetzt hat er wieder ein bisschen freie Fahrt. Oh, jetzt dreht er sich dann auch noch weg. Ja, jetzt hat er freie Fahrt, kann dann gleich nächste Runde wieder angreifen. Alex Langhorst, PS Lieferservice Kiel, haben wir hier mit der Nummer 72, der rote Honda, Platz 14 im Moment, also hier, ja nicht ganz im ersten Drittel, ich glaube 42 Fahrzeuge waren es, glaube ich, jetzt auf dem Server, aber er hier in den Top 15 aktuell unterwegs. Daniel Pei, haben wir den quietsch pinken BMW von Suicide Crew mit der 74, der jetzt hier ja auf einer guten Runde unterwegs ist, 0,7 Sekunden. Schauen wir mal, ob das auch tatsächlich stimmt. Dahinter noch ein BMW, der da mal auf die Innenseite reinhält. Da wird auch mal geprobt, was man hier so im Rennen veranstalten kann. Ja, wahrscheinlich hat ihn das jetzt ordentlich Zeit gekostet, hier 0,2 Sekunden. Jawohl, da wäre noch eine halbe Sekunde mehr drin gewesen. Jetzt hat er auch noch Verkehr. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Auch der Aston Martin, der sich hier irgendwie in den Verkehr drängeln will. Alles nicht so einfach hier auf der Strecke tatsächlich. Dann haben wir Matthias Weggel, Hovesim Racing mit der 76. Er hier auch im Honda unterwegs. Diese Runde war nix anscheinend. Jetzt geht es vielleicht auf eine nächste Runde aktuell auf der 20 unterwegs. Berit Stranovic, der BMW von Intruder Racing Team. Müsste, glaube ich, das dritte Auto jetzt schon mindestens sein vom Team. Mit der 78 auf Platz 30 aktuell, also mitten im Geschehen hier, würde ich mal sagen. So ein paar Hundertstel, paar Zehntel nach vorne. Oder wenn er die rausholt, geht es nochmal ein bisschen nach vorne. Diese Runde allerdings nicht. Nach hinten, ja, da werden die Abstände schon ein bisschen größer jetzt tatsächlich von der Position aus gesehen.
Lars Maisack haben wir auch noch hier für uns Suicide Crew, aber diesmal nicht in Pink, sondern hier in Grün mit der 79 auf Platz 22 unterwegs. Auch da fehlen ja noch einige Zehntel, um nochmal ein Stück nach vorne zu kommen. Da haben wir doch einen Kratz. Ja, etwas größeren Abstand zwischen 2021 und 22. Na gut, fährt jetzt hier rein. Holt sich nochmal frische Reifen. Thomas Schäffert haben wir dann im AMG für Soapbox Racing. Porsche haben wir schon gesehen. Hier auch ein AMG im Team unterwegs. Auf der 37 im Moment. Leider auch auf keiner gültigen Runde. Dann haben wir den nächsten Lamborghini. Michael Haaf ist das Freibeuter Racing Team. Die 86 auf Platz 26. Eine Zehntel gerade aus der Schikane raus. Aus, ja, WS ist, glaube ich, heißt die Schikane. Da werden wir auf jeden Fall die meisten Zweikämpfe sehen. Je nachdem, wer da gut durchkommt, kann er sich mal daneben setzen hier in der Melbourne Hairpin. Und dann geht der Zweikampf hier oft weiter bis in die letzte Kurve rein. Also die ersten beiden Sektoren werden nicht ganz so zweikampflastig sein wahrscheinlich. Normalerweise jedenfalls. Mal gucken, was der Regen noch so, ja, dafür Auswirkungen hat auf die Zweikämpfe. Werden sicherlich den einen oder anderen mal neben die Strecke rutschen sehen. Dann haben wir Peter Lindner, CDS Digital Motorsport, ein weiterer AMG auf der 8. Position, 0,2 Sekunden, fast 0,1 Sekunde bringt er jetzt nochmal mit. Ah, jetzt hat er sich leider doch nicht verbessern können. Nochmal ein bisschen was verloren da in der letzten Kurve, aber hier in den Top 10 auf jeden Fall, ja, schon mal mit dabei, würde ich sagen. Ja, aber auch schon 0,8 Sekunden Rückstand auf die Pole Position. Wollen sie doch so auf die ersten vier momentan ein bisschen schneller als alle anderen. Der kommt inzwischen auf der ersten Position. So, wir gehen weiter. Markus Emmons. Emmons haben wir hier auf der 7. Position. Ah, eine Position weiter vorne. Siehst du, HKT Hasim Racing. Hier der Porsche in schwarz, rot, gelb gehalten. Auch er gerade in der vorletzten Kurve. Aber diese Runde wird auch keine Verbesserung geben. René Brey verbessert sich mit einer 31,737. Ich glaube, eben war auf der 4 oder sowas. Jetzt auf der 1. Jetzt auf der 2. Jeff Ewert nämlich mit einer 31,420. Nochmal richtig was rausgeholt hier. Ja, mal gucken, ob hier vielleicht die Griffverhältnisse ein bisschen besser werden, vielleicht sogar gerade mal, weil so viele unterwegs sind. Strecke immer noch auf feucht. So, wen haben wir noch? Mario Sana, HKTH Sim Racing. Eben haben wir einen Porsche gesehen. Hier der BMW M4 mit der 169 auf Platz 26. Hier, ja, da fehlt auf jeden Fall nicht viel, um zumindest mal sich 1, 2, 3 Positionen zu holen. Auch er gerade in der Schikane unterwegs. Aber ich denke mal, da wird jetzt diese Runde auch nicht viel passieren. Dominik Freitag, Suicide Crew. Da sehen wir das dritte Fahrzeug vom Team, die 222 auf Platz 38. Inzwischen haben wir von fast allen eine Zeit gesehen. Ne, von allen sogar eine Zeit gesehen. Rudi Geist auf der letzten Position auch schon mit einer gültigen. Genau, also alle haben zumindest mal eine valide Runde hingelegt hier. Mal mehr, mal weniger gut. Dann haben wir den Audi mit der 247. Magma Hohi ist das für Sprint. Ich weiß nicht, ob das Team so heißt. Wahrscheinlich nicht unbedingt. Auf der 40. Position auf jeden Fall ist er gerade unterwegs. Auch er hat gerade ein bisschen Verkehr vor allem hinter sich. Jetzt kommt er ein bisschen Offshack. Hoffentlich dreht er sich jetzt hier nicht weg. Der hat da fast noch, ja, den BMW dann erwischt. Aber alles gut hier. Kann jetzt sich hier positionieren für eine nächste schnelle Runde. So, in der Box steht Steffen Rosse. Irgendwo hier muss er stehen. Das ist der Honda da in der Mitte mit der 274. Hobesum Racing 2, Platz 28 im Moment. Mal schauen, ob er nochmal rausfährt. Dann haben wir hier Hobesum Racing 3. Das ist ebenfalls ein Honda. Patrick Schröter hier in einem wunderschönen grün-rot gehalten. Geht's gerade durch die Schikane. Kann man viel Körb mitnehmen, muss man viel Körb mitnehmen, wenn man schnell sein möchte. Im Regen ist natürlich nochmal das Risiko deutlich größer, da abzufliegen. Im Trockenen sehen wir da, dass sich vor allem im zweiten Körb das Auto mal gerne verhakt, wenn man sich dann rechts wegdreht. Bin mal gespannt, wie gesagt, was wir heute im Rennen dann sehen werden. Auf der 20 gerade unterwegs, 0,4 Sekunden im Delta. Danny Anwand davor ebenfalls. Also da werden vielleicht die beiden Piloten zusammen nochmal stürmen. Nach vorne kommen. Schauen wir mal, was er aus der letzten Kurve nochmal mitbringt. 0,4 Sekunden. Und dann geht's auf die 10. Position. Also auch er hier in den Top 10 im Moment zumindest unterwegs. In den Top 10 ebenfalls. Lukas Bergold eben noch auf der 1, jetzt hier auf die 3 zurückgedrängt worden. 0,372 Sekunden Rückstand. Für Racing Quest ist er unterwegs im Ferrari mit der 501. Auch da können wir gespannt sein, ob er nochmal einen raushauen kann. Ist gerade hier auf einer Outlap unterwegs. Dann hat er auf jeden Fall noch 2 Runden Zeit. Und dann schauen wir mal, ob es zumindest nochmal auf den 2. Platz geht. Hier Jeff Ewerts aktuell doch mit 3 Zehnteln Vorsprung auf der 1. Position. Deutlich, deutlich schneller. Helda Guerra, HyperX Racing Luxemburg 2. Haben wir hier im Audi mit der 555 aktuell auf der 13. Position, zeitgleich mit Kevich auf der 12. Position. So eng geht's hier auch im Regen zur Sache. Wo ist er denn?
Da ist er gerade ein bisschen off-track unterwegs gewesen, der Audi-Pilot. Also auch er, ja, muss jetzt hier gucken, dass er nicht im Weg steht. Jetzt hat er ein bisschen Luft hinter sich. Ein Auto kommt da noch, aber sonst sind da schon ein paar Sekunden nach hinten auf jeden Fall Luft. Die 568 Wolfgang Busch für Gentleman Driver hier auf der 16. Position. Also auch hier in der oberen Hälfte des Feldes gerade aktuell am Start. Ein Zehntel im Delta. Jetzt geht's hier runter zur Schikane, müsste das sein. Genau hier auf der langen Geraden geht's beinahe so ein bisschen runter. Und dann geht's hier ja, links, rechts durch die Schikane, wo der Reifenstapel immer gerne weggefahren wird. So, den M6, wo ist er denn? Da vorne steht der Enderbox, den haben wir vorhin im Hintergrund gesehen. Jan Butch ist das hier mit der 666 John Warrior Racing. Er hier, weiß nicht, ob der nochmal rausfährt, aktuell auf der 15 unterwegs. Also vielleicht, ja, die Top 10 so ein bisschen sein Ziel fürs Rennen heute. Dann haben wir Yannis Lianos für Lost in Pace, die 741 der Porsche, gerade Richtung Old Herpin unterwegs auf der 32, auch gerade aus der Box gekommen. Also er noch nicht auf einer Verbesserung unterwegs. Hafkabot, moin moin. 42, glaube ich. Mal kurz nachschauen. Oh, ganz so weit runter scrollen hier. 42 sind es, genau. In dem Oldenhauer sehen wir, das ist einer davon. Der vorletzte, den wir uns hier noch anschauen wollen. Die 868 der Aston Martin von RL Motorsport. Das Team, glaube ich, auch mit zwei Fahrzeugen hier am Start. René Moldenhauer gerade auf der 24. Diese Runde. Na, schauen, ob er noch was rauskitzeln kann. Hier 0,1 Sekunde. Na, jetzt 0,0 Sekunden im Delta. Und dann fehlt uns noch die 910. Das ist das 42. Fahrzeug. Das ist nochmal Fabio Kerwisch. Good Time Motorsport. 910 im Porsche auf der 14. Position. Das ist der, der hier zeitgleich mit Helder Guerra unterwegs ist. Direkt dahinter. Also mal sehen, wenn er minimal schneller ist, dann kann er zumindest die 14 für sich alleine beanspruchen. Aber ich denke, der möchte nochmal so Richtung Top 10 vielleicht gehen. Eineinhalb Zehntel fehlen ihm dazu nur noch. Also das ist das ganze Fahrerfeld. Ja, wie so oft bei Hovesim Racing doch immer sehr, sehr gut besucht hier. Auch die ganze Saison über in der ersten Season hat man, glaube ich, auch immer so im Schnitt an die 40 Fahrzeuge. Auch im Endocup immer gut besucht. Haben wir ja auch schon Rennen hinter uns gehabt. Ja, und dann gucken wir nochmal hier. Eine Minute haben wir noch auf der Uhr. Gibt das aber ganz kurz Zeit vielleicht. Oder gucken wir uns das später an, auf den Kalender zu gucken. Gucken wir mal jetzt hier drauf, würde ich sagen. Zandvoort haben wir hinter uns. Da kann man nicht so gut überholen. Donington sind wir mal gespannt. Wir haben noch Laguna Seca auf dem Plan. Watkins Glen, Hungaroring, Barcelona, Indianapolis, Fulton Park, Paul Ricard. Und am 8. Juni dann Suzuka, das 10. Rennen. Also 10 Rennen. Da muss man ordentlich punkten hier. Qualifying gibt es ja auch schon Punkte, jeweils für die ersten drei. Für die schnellste Runde gibt es einen Punkt. Und dann entsprechend für die ersten 15 Zieleinfahrten oder Zielpositionen gibt es auch nochmal Punkte. Gesamtwertung schauen wir uns natürlich gleich nochmal in der Startausstellung an, würde ich sagen. Ja, das ist der Kalender. Also Rennen 2 heute von 10. Jeff Ewert sehen wir hier immer noch auf der ersten Position. Keiner mehr groß mit der Verbesserung unterwegs, wenn ich hier mal so durchgucke. Ganz, ganz viele schon in der Box. Ja, Klaus Jäkel vielleicht nochmal. Hier der Ferrari-Pilot. Hat nochmal minimal was im Delta, aber scheint so, dass die Startausstellung schon mehr oder minder fest ist. Kerwisch hat nochmal 0,2 Sekunden. Oliver Braun auch nochmal ein grünes Delta. Jäkel verbessert sich hier nur minimal, wenn überhaupt. Schauen wir mal. Ne, hat sich nicht groß verbessert. Kerwisch aber vielleicht nochmal. Er könnte sich hier nochmal wohin? Ja, Platz 5 vielleicht nochmal verbessern. Schauen wir. Mal Berghold auf der 2. Jetzt hat sich auch nochmal nach vorne schieben können. Leicht. Haben wir ja vorhin gesehen. Aber Ewerts da. Ja, doch deutlich schneller aktuell als alle anderen. Gucken wir mal, Jeff Ewerts auf der 4. Position in der Gesamtwertung. Aber wie gesagt, gucken wir uns gleich in der Startausstellung nochmal in Ruhe an. So, gucken wir, begleiten wir ihn nochmal. Wie gesagt, alle anderen, ja, glaube ich, nicht mehr so interessant unterwegs. Sind ja nicht mehr viele Autos auf der Strecke, eine Handvoll noch ungefähr. Und die meisten davon mit einem roten Delta oder einer ungültigen Runde. Nick Kleefeld vielleicht auch nochmal. Aber sonst hier im Mittelfeld doch recht eng an der einen oder anderen Stelle. Da werden wir sicherlich schöne Grüppchenbildung nachher sehen. So, 0,2 Sekunden im Delta sind wieder futsch, leider. Letzte Kurve nochmal. Mal sehen, ob er hier vielleicht noch was rauskitzeln kann. Aber sieht nicht wirklich danach aus. Wird wohl bei Position 7 bleiben, schätze ich mal. Jawohl, dabei bleibt's auch. Und damit hier in den Top 10 auf jeden Fall gleich unterwegs. So, gucken wir mal durch. Doch irgendeiner unterwegs. Unterwegs ja, aber mit keiner Verbesserung. Genau, Nick Kleefeld war der Letzte, der hier noch aktiv auf der Runde war. Auf der 11. Position wird er gleich starten. Und damit, ja, sollten wir hier gleich ins
Qualifying wollte ich schon sagen, ins Rennen natürlich springen. Eine Stunde haben wir vor uns. Ein Boxenstopp muss hier auch absolviert werden. Kann ja schon mal einstellen hier. Und ja, wird, denke ich, mal eine nasse Angelegenheit werden. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ah, die tolle Kamera hier immer in der Boxengasse. So, ja. Oder fährt hier noch irgendeiner? Nee, müssten eigentlich alle drin sein soweit. Also springt hier gleich in die nächste Session rein, genau. Und dann schauen wir auf die Gesamtwertung einmal drauf. Aber wenn ich da so, ja, jetzt schon mal raufgucke, doch einige in der Gesamtwertung vorne, die auch hier vorne mit dabei sind. Ja, ja, also da können sich einige, denke ich mal, eine Gesamtwertung nach dem Rennen, wenn es denn halbwegs gut läuft, nochmal ein bisschen absetzen hier. So, ah, da, wollte gerade sagen, muss irgendwann mal in die nächste Session gehen hier. So, einen Boxenstopp brauchen wir auch. Da machen wir den Tower mal kurz weg und dann gibt es einmal die Wertung Sprint. Da ist sie einmal. Also, ein Rennen haben wir jetzt hinter uns, dementsprechend, ja, im Prinzip die Zieleinfahrt vom letzten Rennen auf Sandford. Stefan Mons, der hier auf der ersten Position ist, wird hier, glaube ich, gleich von der 4 starten, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, auf der 2 Lukas Berghold, der startet von der 2. Dani Andersen, der startet von der 5 heute. Jeff Ewerts von der 1. Also wir sehen hier, wie gesagt, die ersten, die hier in der Gesamtwertung vorne sind, werden auch gleich hier, ja, auf der Strecke relativ weit vorne stehen. Na, Strecke noch schmierig, scheint trocken zu werden. Also doch keine Regenschlacht anscheinend. Mal gucken, ob es gleich beim Start immer noch so ist. Ja, wie gesagt, die schnellste Runde gibt nochmal Punkt. Im Qualifying gibt es ja nochmal 3, 2 und 1 Punkt für die ersten 3 Positionen. Und daher Stefan Mons hier auch mit 37 Punkten auf der ersten Position. Lass mich mal kurz gucken. Position 1 gibt nämlich 34 normalerweise. Also da hat er sich die 3 Punkte, glaube ich, geschnappt oder 2 im Qualifying schnellste Runde. Weiß ich gar nicht. Ja, und dann kriegen noch die ersten 12 in jeder Klasse nochmal Punkte. Kann man kurz gucken. Gesamtwertung. Die ersten 9 ist Gold. Auf Platz 10 Kevin Jung. Der fährt heute, glaube ich, nicht mit. Der ist der Führende der Silberklasse. Und Alexander Cruz, der fährt, glaube ich, heute auch nicht mit. 21. in der Gesamtwertung, aber erster in der Bronzeklasse. Also da müssen wir auch mal ein bisschen hin und wieder mal gucken, ja, was wir da für Zweikämpfe sehen. So, machen wir das mal weg. Gibt's wieder den Tower und dann gehen wir gleich durch die Startausstellung. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Also, genau, ein paar Strafen gibt es auch noch von der Reko aus dem letzten Rennen, glaube ich. Die lest ihr hier gerade so ein bisschen im Chat hoffentlich mal. Also müssen wir uns nicht wundern, wenn da gleich einige, ja, schon in die Box rein müssen. Also, da wird es schon mal schon gleich durcheinander gewürfelt werden. Wir gehen erstmal durch, wie man hier startet. Jeff Ewerts haben wir also auf der 1, auf der 2 Lukas Berghold. Ich glaube, letztes Rennen ist auch Zweiter geworden. Da hat er, ja, Position 1 nicht ganz holen können, hier im Ferrari unterwegs. Dann haben wir den AMG von René Brey auf der 3. Position. Stefan Mond startet von der 4 für HyperX Racing Luxemburg. One. Dann haben wir Daniel Andersen, hier der Teamkollege direkt nebenan, auf der Innenseite gleich auf der 5, also ganz guter Markenmix hier vorne. Weiter geht's mit der nächsten Marke, das ist der Audi von Jerome Eckert, startet von der 6. Position. Von der 7 haben wir die 910, das ist Fabio Kerwisch hier im Porsche. Dann haben wir Daniel Arning, der hier auf der 8. Position startet im Ferrari. 3 Ferraris müssen wir, glaube ich, im Feld haben. 2 davon hier in den Top 10 auf jeden Fall. Markus Ibmons auf der 9. Position für HQ T-Hasim Racing. Lenny Anwand startet für Panther GT Racing mit der Nummer 52 der BMW auf der 10. Position. Dann haben wir den bestplatzierten Lamborghini. Nick Kleefeld ist das hier. Er startet knapp hinter den Top 10 auf der 11. Position. Aber nicht so schlimm, würde ich sagen. Innenseite jetzt erstmal die bessere Wahl, würde ich mal behaupten. Peter Lindner, das ist der AMG von CDS Digital Motorsport, Lotte 88, startet von der 12. Von der 13 Chris Haya, HyperX Racing Luxemburg 2 mit der Nummer 30. Dann dahinter der Hovesim Racing 3 Honda mit Patrick Schröter auf der 14. Helder Guerra mit der 555 startet von der 15. Position. Von der 16 haben wir Jan Butch, den einzigen M6 hier. Auch ein sehr, sehr selten gefahrenes Fahrzeug. Der nächste Honda, das ist der von Wolfgang Busch, die 568, startet von der 17. Von der 18 Hovesim Racing, Matthias Weggel fährt das Fahrzeug hier auf der 18. Position. Ja, neben sich sieht er den BMW von Falko Moritz mit der 46, mit den wunderschönen roten Felgen.
Wunderschön rot, aber nicht die Felgen, sondern ja, die Karosserie, dafür weiße Felgen. Umgekehrt hier, der Alex Langhorst, das ist der Teamkollege, ah ja, dann macht's Sinn. Auf der 20, auf der 21 haben wir Detlef G, Hovism Racing 2 im Honda. Ebenfalls Hovism Racing im BMW, diesmal allerdings Samuel Farmer von der 22. Ja, dann viel Erfolg, sei schon. Gute Besserung dir natürlich. Und viel Spaß beim Zugucken. Pierre Brückner, der kann auf jeden Fall fahren. Auf der 23 startet er hier im Aston Martin. Benny Moldenhauer, der Markenkollege, auf der 24. Dahinter noch ein Aston Martin, Markus Sana, der startet. Nee, Roman Wagner ist das. Wie komme ich darauf jetzt? Von der 25. Daniel Hofmann für Hovism Racing auf der 26. Ah, ein bisschen hin und her gesprungen. Da ist Marius Sana. Eine Position weiter dahinter, die 169 für HQT Hasim Racing. Piers Ranovic haben wir dann im BMW M4 für ein Shooter Racing Team auf der 28. So, vorne geht es, glaube ich, jetzt gleich in die Einführungsrunde rein. Wir sind hier noch bei Platz 29. Lars Meisack ist das, Suicide Crew. Michael Haft, der zweite Lamborghini im Feld, Freibolter Racing Team, startet von der 30. Klaus Jekyll, der startet von der 31. Das ist hier der Ferrari von Soapbox Racing. Also drei Ferraris im Feld heute. Stefan Rosse, irgendwann kriege ich es hin. Hovism Racing 2, die 274 von der 32. Janis Lianos, der Porsche von Lost in Pace, startet von der 33, bewegt sich jetzt genauso wie Daniel Pei von Suicide Crew im BMW. Dann haben wir noch den McLaren von Oliver Braun, HQT Hasim Racing von der 35. Peter Buchholz auf der 36. Also sehr, sehr gut durchmischt hier alles. Thomas Scheffert mit dem AMG auf der 37. Dahinter der Porsche von Dominik Freitag. Sowie Jürgen Hofmann auf der 39. Marc Mahoy, auch eine schöne Farbe, im Audi auf der 40. Friedrich Pfaffenroth, Soapbox Racing, Platz 41. Und Rudi Geil startet von hinten fürs Intruder Racing Team auf der 42. So, also scheint ja trocken zu sein, Strecke schon auch schnell. Das heißt, ja, werden alle auf trocken auch unterwegs sein. Mal gucken, ob es vielleicht doch nochmal nass wird. Eine Stunde, momentan sieht es erstmal nicht danach aus. Natürlich etwas rutschig, aber wird doch relativ zügig, denke ich, auf optimal gehen bei so vielen Autos. Startet auch keiner aus der Box. Denke ich mal, wird dann doch ein relativ normales Rennen werden erstmal. Also vielleicht gar nicht so schlecht für die Startphase, dass es schon trocken ist. Gibt ein bisschen weniger Unfälle, nehme ich mal an. Obwohl beim Regen ja einige dann doch noch vorsichtiger sind. Ganz kuriose Sachen manchmal, die wir da sehen. Ja, aber gucken wir mal, wir können nur abwarten. Wir sind jetzt hier schon gleich im dritten Sektor unterwegs. Temperaturen deutlich kühler jetzt als eben im Qualifying. Ich glaube, da hatten wir ja 5, 6 Grad mehr auf der Strecke auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, Jeff Eberts vorne, der BMW, Berghold auf der 2, Breimons sehen wir dahinter noch, die sich hier gleich in die Zweierformation begeben werden. Ich werde natürlich nochmal einen Schluck trinken und dann starten wir hier gleich ins Rennen. Danke noch für die Follows übrigens, Lukasonic und KMO. So, ich sollte mich auch entmuten, wenn ich rede. Diejenigen, die eine Strafe haben, sind eher weiter hinten platziert. Also hier vorne wird sich jetzt erstmal keiner direkt verabschieden. Zumindest nicht durch eine Straße. Genau, durch eine Strafe natürlich. Braucht natürlich auch nicht durch einen Unfall. Jetzt geht es in die letzte Kurve rein. Und dann, ja, bin ich mal gespannt, ob die hinten auf den letzten Plätzen überhaupt noch rumkommen, bevor das hier green wird. Kommt ja doch etwas früher die Linie hier. So, also los geht's, zweites Rennen. Hovism Racing Sprint Cup auf der Onington. Eine Stunde haben wir hier auf dem Plan. Boxstoppfenster haben wir nicht. Los geht's also. Jeff Evers auf der Innenseite. Lukas Berghold, der grüne Ferrari, auf der Außenseite. Kann sich auf jeden Fall erstmal nicht daneben setzen. Muss jetzt erstmal gucken, dass er den AMG auf der Innenseite auf jeden Fall hinter sich hält. Jawohl, der bleibt noch auf der dritten Position. Der René Brey, Stefan Mons hier auf der 4. Bleibt auf jeden Fall da. Daniel Andersen auf der 5. Da vorne hat sich's auf jeden Fall erstmal geordnet. Mittelfeld. Erstmal alle gut durch die Kurve 1 gekommen hier. Jetzt geht's hier durch den schnellen ersten Sektor Richtung Ulte. Hin. Hoffen wir mal, dass da keiner allzu sehr rausrutscht. Da oben schon ganz weit gegangen, das ist Stefan Mons. Eieiei, der verliert jetzt richtig, richtig Position. Also weiß nicht genau, was da passiert ist. Wir gucken mal ein bisschen hier durch. Da sieht aber erstmal alles gut aus. Aber bei Stefan Mons, ja, muss ja irgendwas passiert sein. Weißt du, ob es da vielleicht eine kleine Berührung oder irgendwas gab. Auf jeden Fall jetzt hier ordentlich, ja, durchgereicht worden. So, aber sonst erstmal das Feld an sich ganz gut durchgekommen. Kaum sage ich, es gibt da hinten eine gelbe Flagge. Oh,
Oh, aber so viele Autos kommen ja gar nicht hinterher hier. Michael Haaf auf jeden Fall da involviert. Stranovic. Oh, kommt hier nicht klar, hier das Programm. So, 20 Sekunden gehen wir mal zurück. Schauen wir mal, ob wir das mal irgendwie mitbekommen, was da passiert ist. Ah, da rechts war auch noch einer. Oh, hier ist doch einige Autos jetzt getroffen. 1, 2, 3, 4 Stück auf jeden Fall mal. Also da ist richtig was durcheinander gewürfelt hier. Haben jetzt leider nicht ganz mitbekommen, was da passiert ist. Aber auch Michael Haaf hier mit 10 Positionsverlusten ordentlich nach hinten gespült worden. Ist jetzt hier wieder unterwegs. Also vielleicht muss da der ein oder andere tatsächlich jetzt früher reinkommen. So, was haben wir hier? Oh, da geht aber McLaren deutlich durch die Mitte hier, da unten. Oh Mann, das ist aber wirklich, ja, sehr, sehr gelblastiger Start hier. Das Weisack hat es hier auch erwischt. Das kennen wir von Ovosim Racing eher weniger. Da geht es eigentlich doch ziemlich gut, was die Startphasen angeht. Aber da hat es doch schon jetzt richtig, richtig viele Fahrzeuge getroffen. Vorne, wie gesagt, hat sich nicht viel getan. Bergold, doch, Jerome Eckert auf die 3 gekommen. Hier 3 Positionen gewonnen. Weiß gar nicht, wo Monst jetzt inzwischen ist. Ein Fahrzeug runter, wie ich gerade sehe. Ja, René Brey hat auf jeden Fall auch ordentlich verloren. Hier 5 Positionen ging es nach hinten. Eckert auf der 3, wie gesagt, Kierwisch müsste auf der 4 auch nach vorne gekommen sein. 3 Positionen nämlich genau. Also gucken wir uns gleich mal die Positionen an, die verloren oder gewonnen wurden. Steffen Rossi jetzt steht hier neben der Strecke. Auch da schauen wir mal ins Replay zurück. Also, ja, doch einige Unfälle hier. Da hat es richtig viele erwischt. Ein Fahrzeug, wie gesagt, runter. Stefan Mons, ah, auf der 40 ist er in der Box gerade unterwegs. Maisack in der Box. Da dreht er sich allerdings von selber weg. Und hier auf dem Grasen kannst du schlecht, ja, bremsen, wie wir sehen. Kann hier gerade noch so die Mauer vermeiden. Aber auch er wird jetzt hier natürlich durchgereicht. So, also Anwand geht gerade an Peter Littner vorbei hier auf der Innenseite in der Melbourne Hairpin. Damit sein erster Positionsgewinn. Palmer geht gerade an Daniel Pei vorbei. Gucken wir da mal. Ähnliche Situation auf der Innenseite. Vier Positionen hat er gewonnen. Der Honda auf der Innenseite, das ist Langhorst. Der hat da mal geguckt, ob er vielleicht zumindest ein BMW schnappen kann. Aber nein, beim Großbeschleunigen muss er sich dahinter einordnen. So, Palmer jetzt hier. Gucken wir mal, ob er sich den Pei wiederholen kann. Jawohl, bleibt hier vor Pei. Also hier vor seinem BMW-Kollegen zumindest, nicht Teamkollegen. Ja, und damit bleibt es dann erstmal hier. Wir gucken vorne, passiert da gerade was. Sehr schön dicht zusammen. Eine größere Lücke haben wir allerdings ja ab Position 3. Das ist nämlich der Audi direkt davor. Bergold, der jagt den Jeff Ewerts. Die beiden also gerade unter sich hier. Erstmal kein Druck von hinten. Lukas kann sich da nach vorne konzentrieren auf die nächste Position. René Brey, glaube ich, hier gerade an Kleefeld vorbeigegangen. Kleefeld damit immer noch 3 Positionen gewonnen. So, gucken wir mal bei Mahoui, der steht in der Box. Oliver Braun, das war die Strafe. Dominik Freitag war eine Strafe. Mons hat hier einen Boxenstopp absolviert bereits. Und Maisack ebenfalls einen Boxenstopp. Daher erstmal hier hinten erstmal, ja, etwas einsam unterwegs. Vorne hat es wieder gekracht. 1, 2 Positionen. Da geht noch ein Aston Martin ganz knapp vorbei. Wir schauen auch hier nochmal ins Replay. Gab vielleicht einen kleinen Kontakt bei das Leiden hier rum. Und da wird noch der Aston Martin erwischt hier von Sas Woldenhauer. Jawohl, die 868 wird hier noch in Mitleidenschaft gezogen. Also richtig viele Unfälle verhältnismäßig. Das sehen wir, wie gesagt, eher selten. Selbst ja, auf kleineren Strecken haben wir das nicht so oft gesehen. Aber das hat das Feld schon ganz gut auseinandergezogen, wie wir sehen können. Einige in der Box schon gewesen, haben schon ein paar größere Lücken auf der 15, auf der 20, auf der 27. Haben wir schon mehrere Sekunden Abstand jetzt. So, Chris Heyer und Falk Moritz im Zweikampf. Richtung letzte Kurve, BMW und Honda treffen sich hier so ein bisschen. Das Eier geht jetzt am Falk Moritz vorbei, Weggel und Butch direkt dahinter, der Audi und der BMW M6. Dahinter haben wir diese etwas größere Lücke zu Helder Guerra, der da oben unterwegs ist. Daniel Pei müsste da oben gerade reingekommen sein in die Boxengasse. Ja, vielleicht eine Möglichkeit, sich ein bisschen aus dem Verkehr rauszuhalten. Auf der anderen Seite muss natürlich hier mit dem Reifensatz 55 Minuten dann ja zu Ende fahren. Wir schauen mal vorne, da geht schon auf die erste Überrundung, Boxenstopp bedingt. Ewerts Bergold, 6 Sekunden jetzt nach hinten. Der BMW gegen den Ferrari. Ich denke mal, auf der nächsten Geraden wird man da problemlos vorbeikommen, dass das nicht allzu viel Zeit kostet hier. Aber ja, weiterhin Bergold wieder eine 1 dran. Mal schauen, ob es diesmal reicht, um auch auf die 1 zu gehen. Letztes Rennen hat es nicht gereicht. Samuel Farmer jetzt hier neben der Strecke. Schauen wir mal, was da passiert ist. Da war ja irgendwie ein kleiner Fahrfehler drin. Schlittert hier komplett rüber, einmal über die Strecke. Old Hairpin dürfte es wieder gewesen sein. Damit ja insgesamt 3 Positionen verloren. Einige gerade durchgerutscht hier. Jetzt auf der 25 unterwegs. So, gehen wir mal zu Anwand. Der ist hier in einer wunderbaren Gruppe ab Position 6 involviert. Bis Position 10 ist das ungefähr. Direkt dahinter ist nämlich noch Peter Lindner. Der AMG von CDS Digital Motorsport müsste das sein. Jawohl, Teamkollege ein paar Plätze weiter vorne.
Ja, der René Breide muss sich nämlich hier auch schon verteidigen. Wir fahren mal ein bisschen mit. Da ist nämlich der Porsche von Markus Emunds. Ihm ging es ja ein bisschen nach hinten leider. So, dahinter sehen wir, ja, einen Lamborghini. Doch, ein Lamborghini, ein BMW, ein AMG, ein Honda. Also richtig schön gemischt hier in den Top 10. René Breide kann sich aber erstmal hier auf der Position halten. Das haben wir weiter hinten. Jägel verliert gerade gegen Keep. Moldenhauer geht gerade an Schröter vorbei, ein paar Meter dahinter. Auch hier geht es wieder in die letzte Kurve. Da wird sich ein bisschen vertan vom Porsche von Llanos. Der verliert da gleich mal 3-4 Positionen wahrscheinlich. Eieiei, jetzt muss er sich da gegen Brückner wehren. Das müsste der Aston Martin neben ihm sein, der Grüne. Mal sehen, ob er da außenrum sich gegen den Porsche auch noch vorbeidrücken kann. Ne, das ist der davor, sorry. Moldenhauer war das nämlich, der sich vorbeidrücken kann. Jawohl, das müsste eigentlich reichen. Der Honda dahinter, Schröter ein bisschen auf Track, aber damit, ja leider, der Yannis Llanos da einiges an Position einbüßen müssen, in der Situation zumindest. Insgesamt im Rennen ging es ja gut nach vorne, 10 Positionen nämlich. Aber trotzdem, da will es natürlich nicht unbedingt alle durchlassen. So, da haben wir Stefan Rossa auf der 31. Eine Position hat er gewonnen, ist gerade an Stranovic dran. Warum mal hier der Ferit. 2 Positionen verloren, der BMW M4 auf der 30. Maho jetzt auch nochmal drin. Also auf Platz 37 waren jetzt alle in der Box, glaube ich. Jawohl, müsste soweit sein. Ich weiß jetzt nicht, wer runter ist. Wie gesagt, ein Fahrzeug fehlt. Gehen wir mal hier in die Top 10 rein. Sieht sehr, sehr interessant aus hier. Emunds haben wir vorne. Ne, René Breide kann sich jetzt absetzen von der kleinen Gruppe. Der ist ja pace-technisch ein bisschen ja, weiter vorne von angesiedelt gewesen im Qualifying. Hinten haben wir schon wieder mehrere gelbe Flaggen an zwei verschiedenen Stellen. Jürgen Hofmann hat sie auf jeden Fall getroffen. Schauen wir da mal kurz. Da sehen wir nicht mehr ganz. Patrick Schröter hat sie auch irgendwo getroffen. Hier sehen wir ihn auch nochmal kurz im Replay in der Schikane. Gab da offenbar Kontakt mit irgendjemandem. Da hat er auf jeden Fall, ja, glaub keinen Fahrfehler gemacht hier. So, Llanos versucht auf der Innenseite Richtung Hofmann hier. Mal sehen, ob er besser raus beschleunigen kann. Strecke immer noch auf schnell, also ein bisschen rutschig ist es tatsächlich noch. Aber es wird doch auf optimal gehen. Regen ist ja aktuell nicht in Sicht hier. Aber der Audi-Pilot hält sich hier auf der Innenseite sehr, sehr wacker. Hat die Nase sogar weiter vorne. Also Llanos bleibt hier erstmal auf der 26. So, Pfaffenrot. Achso, ein Schritt da vorbei, weil der in der Box ist. Guck mal kurz vorne. Oh, Emunds mit einer gelben Flagge. Ah, da hat er bestimmt das Auto verloren da am Ausgang der Kurve. Ah, da rutschte weg auf diesem Stückchen direkt da links neben dem Curb. Und da ging es jetzt auch leicht in die Wand rein. Der hat sich jetzt hier verabschiedet aus dieser Gruppe und findet sich jetzt hier auf der 13 wieder. Direkt unter Druck gesetzt von Matthias Weggel, der da gleich mal guckt, dass er mit mehr Schwung da irgendwie sich daneben setzen kann. Aber vor der Schikane bleibt er doch dahinter. Den Reifenstapel sehen wir da auch schon, der da ja mitten auf der Strecke steht. Der bleibt da eigentlich nie stehen. Der war ja eigentlich nicht anders. So, Anwand, Kleefeld, Side-by-Side Richtung letzte Kurve. Gucken wir mal hier, Kleefeld auf der Innenseite, das ist der Lamborghini mit seinem 4. Positionsgewinn. Aber wahrscheinlich verliert er die Position womöglich. Mal gucken, der BMW, ob er sich daneben setzen kann. Dahinter ist Peter Lindner, der AMG-Pilot, der schaut sich das an, aber der Lambo bleibt tatsächlich erstmal vorne. Also hat sich hier auf der 7. Position es erstmal gemütlich gemacht. Weggel, also Emunds in der Box. Deswegen... Ja, schauen wir mal kurz nach vorne, weil Lukas Bergkott hat jetzt gerade noch ein bisschen den Anschluss verloren. 3 Sekunden jetzt schon Rückstand zu Jeff Ewerts. Der war ja eben noch direkt dran. Weiß nicht, ob er vielleicht einen Fahrfehler hatte oder vielleicht eine Überrundung, da der Grund ist, dass der Abstand doch etwas größer geworden ist. Eckert hier auf der 3. Position. Ja, wird hier noch verfolgt von Fabio Kierwisch. Dann haben wir nochmal eine 2-sekündige Lücke zu Daniel Arning. Können ja mal die Position Deltas uns anschauen, wenn ich die kurz finde. Ja. Da sind sie. Ja, da sehen wir natürlich ganz, ganz viele, die in die Position, die World-Positionen gewonnen haben. Gucken wir weiter hinten. Da sind ganz hinten Stefan Mons unter anderem. Aber der war in der Box, muss man dazu sagen. Patrick Schulterer auch mit 25 Verlusten war schon in der Box. Also das müssen wir auch hier mal ein bisschen sortieren, wenn denn alle ungefähr drin gewesen sind. So, Kierwisch macht auf jeden Fall mal Druck auf das Podium hier. Der hat noch Arning und Breide relativ dicht hinter sich. Breide holt da ja deutlich auf, kann sich da aus dieser Gruppe dahinter absetzen. Hier geht es jetzt am BMW vorbei, der hier eine Runde zurückliegt. Und das nutzt er vielleicht aus. Da gab es einen kleinen Kontakt vielleicht mit dem Audi-Piloten. Aber Kierwisch macht hier gut Druck. 3 Positionen hat er schon gewonnen. Möchte jetzt hier aufs Podium auf jeden Fall. Hat da, glaube ich, gar nicht so schlechte Chancen. Zumindest sehr schnell hier rangefahren. Und wir haben gesehen, der hat schon richtig ja, an der Stoßstange hier geklebt oder klebt er immer noch. Jetzt muss er nur einen Weg dran vorbeifinden. Denke mal, nach der Schikane, letzten Abschnitt, hat er die besten Möglichkeiten hier. Gehen wir mal zu Jan Butt, der hier gerade durch die erste Kurve geht. An Chris Heyer ist er dran.
sagen, für ihn ging es auch gut nach vorne, wie für die meisten, wie wir gesehen haben hier vorne. Jetzt ist Rosse, glaube ich, vorbei. Noch nicht ganz am Porsche, der sich auf der Innenseite nochmal wehrt. Mal sehen, ob er jetzt hier besser raus beschleunigen kann. Jawohl, Porsche hat die Nase leicht vorne. Mal gucken, der Honda, ob er hier auf der Innenseite dagegen hält. Der Porsche bleibt relativ weit innen. Jetzt geht er erst raus auf die Ideallinie. Aber mal sehen, ob er da auch außen gegenhalten kann. Ah, kürzerer Weg auf der Innenseite und da rutscht ein bisschen weg der Porsche und damit geht Rosse vorbei auf die 25. Position. Thomas Gefhardt dahinter direkt, auch schon 10 Positionen ging es hier nach vorne. Aber wie gesagt, wir müssen nachher gucken, wenn alle in der Box waren. Natürlich nicht ganz Boxenstopp bereinigt, Mons und Pai hinten gerade gewechselt. Die beiden waren auf jeden Fall in der Box, das ist also Boxenstopp bereinigt. Das Duell hier, Mons jetzt vor Hofmann, Daniel Pai dahinter, also die drei im Dreikampf unterwegs. Es geht Hofmann ein bisschen weit und verliert damit wieder die Position. Aber der war noch nicht in der Box, von daher würde er die Position ohnehin wieder verlieren, wenn er denn in die Box fährt nachher. Das heißt, einen Zweikampf haben wir hier tatsächlich, Mons gegen Pai, Mons aber, ja, sehr, sehr schnell unterwegs. Denke mal, er wird sich da eher aus dem Staub machen. So, Moldenhauer Brückner, das haben wir da verpasst. Gerade in der Schikane womöglich ging es vorbei. Wir schauen mal da ins Replay zurück. Jawohl, da hat der Aston Martin, hier der Blaue, nicht ganz den Schwung mitnehmen können. Und ja, hat ihn ja fast gefühlt vorbeigelassen, den Moldenhauer. Damit hier auf der 20 unterwegs. So, Jerome Eckert. Nein, jetzt hat er hier Kehrwisch getroffen, der da ja Druck gemacht hatte. Wir schauen noch mal kurz, was passiert war. Anfahrt, Ulterpin, davor den Körper dann mitgenommen. Ging es geradeaus, da kann er nichts machen. Und Kehrwisch erwischt ihn hier auch noch. Oder umgekehrt, der Audi erwischt dann den Porsche noch mal. Sehr, sehr ärgerlich für beide natürlich. Kehrwisch jetzt hier auf der 10. Also nichts mit Podium. Sehr, sehr schade hier. Da wird er sich riesig ärgern. Und ich denke, bei dem Impact, da wird es doch recht früh in die Box gehen. Dürfte ordentlich Schaden gegeben haben. Super, super ärgerlich. Also Podium wäre drin gewesen. Jetzt wird es sehr, sehr schwierig, würde ich sagen. Mal schauen. Abstände jetzt noch nicht so super groß. Zu Platz 3 zumindest nicht. Davor haben wir schon 9 Sekunden. Berggold 4 Sekunden. 4,4 von Evers wiederum weg. Also doch einige Ramoulagen heute, die wir im Rennen gesehen haben. So, was geht hier? Stranovic ist an Thomas Gefhardt dran. Wir gucken mal hinten raus hier beim AMG-Piloten von Soapbox Racing. Der bringt nochmal einige mit. Marius Zahner auf der 34 jetzt in die Box gegangen. So, Moldenhauer. Der hat sich gerade Pierre Brückner geschnappt. Auf der 20. Position. Wir bleiben aber ein bisschen drauf. Mal gucken, wer jetzt hier vielleicht Richtung Schikane angreifen kann oder vielmehr danach. Ich denke mal nicht, dass der BMW jetzt hier reinhält, sondern guckt, dass er hier mit mehr Schwung durch die Kombination hier kommt. Kommt aber nicht wirklich. Gefhardt kann sich hier wunderbar auf seiner Position halten und wird, ja, eher versuchen, an den Porsche ranzukommen. Wir gucken mal dahinter. Wolfgang Busch, der schaut sich das da an, hat auch ein bisschen Luft nach hinten. 3,5 Sekunden ungefähr. So, Kehrwisch, ja, wie erwartet, jetzt in die Box reingekommen. Pursa, irgendwo in der Box steht er da. Wurde da ja leider von Jerome Eckert getroffen hier. Ja, Sandford war dagegen fast freundlich. Auch Zolder letzte Season, erstes Rennen auch mit 45 Fahrzeugen oder so, hatten wir keine großen Crashes. Aber hier tatsächlich irgendwie. Strecke aber auf optimal inzwischen. Um die 20 Grad haben wir also eigentlich mit die besten Bedingungen zum Fahren. Mit die besten Gripverhältnisse eigentlich. So, Brey jetzt wiederum an der dritten Position dran. Hatten wir eben ähnlichen Zweikampf, allerdings mit zwei anderen Fahrzeugen. Die haben sich da ja leider eliminiert. Arning, Brey sind das jetzt hier, die da um den letzten Podiumsplatz aktuell kämpfen. Ob es noch weiter nach vorne geht, ist fraglich. Abstand, wie gesagt, schon 10 Sekunden jetzt. Wir sind da vorne doch ganz gut unterwegs. 27:0 von Everts schnellste Runde. Lukas Berghold 27:3. So, gucken ganz kurz dahinter. Müsste Anwand an Kleefeld vorbeigegangen sein. Oder zumindest ist er dabei, vorbeizugehen. Arning hält sich da vorne. Anwand bleibt auch vor Kleefeld. Und Lindner, der guckt sich das dahinter an. Jan Butch ist nochmal zwei Autos dahinter. Der grüne BMW, das ist ja eine Überrundung hier. Genauso wie Daniel Hofmann gerade vorbeigekommen ist an Michael Haaf. Und Rosse auch noch mit durchgerutscht. Hat Michael Haaf offenbar die Schikane nicht so gut erwischt. Und zack, sind da zwei Fahrzeuge vorbeigegangen. Beiden Hove Sim Racing Piloten hier, der Audi und der Honda nämlich. Aber vielleicht kann er hier direkt nochmal kontern. Haaf kann sich schon mal daneben positionieren. Ja, bringt ihm das was? Auf der Außenseite der Weg sehr lang, recht rutschig. Vielleicht geht er eher wieder hinter den Audi und guckt dann, dass er Richtung Kurve 1 angreifen kann mit mehr Schwung hier raus. Ah, trifft die Kurve nicht ganz so gut. Sehr, sehr weiter Weg und damit tatsächlich die beiden Positionen erstmal verloren. Aber insgesamt trotzdem mit 6 Positionen im Plus hier. Gehen wir zu Peter Lindner.
Feld beruhigt sich so ein bisschen. Wir sehen es auch auf der Karte. Hat sich schon sehr, sehr gut verteilt durch ja verschiedene Unfälle, vor allem durch die Boxenstopps natürlich. Roman Wagner gerade ganz dicht dran an Langhorst. Da gibt es den Drift von Langhorst, der rutscht da raus, aber kriegt das Auto zumindest wieder unter Kontrolle, bezahlt das Ganze hier mit Roman Wagner in der Position, die Roman Wagner gewinnt so rum und da geht vielleicht noch der nächste BMW vorbei. Jetzt verliert das Auto und kollidiert hier mit der 292. Das ist Detlef Kep hier, Uwe Sim Racing 2. Eieiei, also wir sehen hier die Unfälle oder Fahrfehler vielmehr. Die beeinflussen auch gerne mal den Gegner direkt. Jäger ist auch noch vorbeigezogen. Also Langhorst jetzt hier mit 2, 3, 4 Positionsverlusten. Moldenhauer zieht noch vorbei. Sehr, sehr ärgerlich hier. Und da kommt auch noch Pierre Brückner an. Sammelfarmer dahinter, der BMW. Die gucken, ob sie da auf die Innenseite gehen können. Alex Langhorst verteidigt hier mit allem, was er noch hat. Diesmal reicht's. Oder geht da jetzt noch die Lücke auf der Innenseite auf? Nee, erstmal nicht. Sieht manchmal so aus, aber man kann natürlich ein bisschen besser da raus beschleunigen auf der Außenseite. Also bleibt jetzt hier erstmal auf der 19, mal gucken, ob er jetzt schon reinfährt. Boxenstopp hat er ja noch nicht gemacht und scheint auch erstmal draußen zu bleiben. So, vorne tut sie nicht viel. Bergholt ist mal wieder ein bisschen rangekommen auf der zweiten Position. 3,6 Sekunden an Jeff Ewerts dran. Hier sehen wir immer noch das Duell um Position 3. Ja, da war ja der René Breit drauf, der will da wieder zurück. Daniel Arning von der 8. Position gestartet, jetzt hier auf dem Podium unterwegs. Da wird er recht zufrieden sein. Michael Haaf kommt gerade rein. Der Lamborghini auf der 28. So, wie gesagt, jetzt ist mal ein bisschen ruhig zumindest. Zumindest ein bisschen übersichtlicher. Die ersten Runden waren noch sehr, sehr, durcheinander zum Teil. Die ersten 20 Minuten haben wir schon fast rum. Richtig Action. Haben da einige profitiert, wie wir in den Position Deltas gesehen haben. Einige hat es hier doch sehr, sehr unglücklich auch erwischt. Haben wir auch ebenfalls gesehen. Ja, wo gehen wir hin? Haben wir vorne vielleicht bei René Breimer kurz drauf. Engstes Duell tatsächlich auf der Strecke. Direkt am Ferrari dran hier. Jetzt haben sie die 12. Runde, glaube ich, absolviert. Genau, jetzt geht es in die 13. Runde. Und damit, ja, werden wir, was haben wir denn? Knapp 40 Runden haben wir dann nachher. Die fahren, ja, je nachdem, 27 tief, Mitte, sowas die Richtung. Bisschen schneller auf jeden Fall als das Mittelfeld. Die fahren 28er Zeiten. Hinten 29 bis 30er Zeiten. Sehen wir auch an den Abständen vorne 11 Sekunden zu Platz 3. Wird auch tendenziell größer. Gut, die sind auch ein bisschen im Zweikampf, muss man sagen. Aber die fahren da so ein bisschen ihre eigene Pace im Moment. Ja, Stefan Mons, der hat sich ja leider da verabschiedet irgendwie. Ich weiß nicht genau, was passiert war vor der Old Hairpin in der Kurve 1. War ja sehr, sehr weit gegangen. War ja schon in der Box. Wo ist er denn? Auf der 28 ist er zumindest mal wieder unterwegs. Die ersten 15 bekommen ja Punkte in der Gesamtwertung. Die ersten 12 jeder Einzelfahrerklasse, Bronze, Silber und Gold bekommen ja auch nochmal Punkte. Jetzt geht Side by Side Richtung oder durch die Schikane vielmehr. René Breit hat sich da mal vorbeigedrückt. Schönes Manöver hier. Haben beide sehr gut mitgespielt, damit wieder auf der Startposition unterwegs. Klar, da versucht der Ferrari irgendwie wieder gegen zu kontern. Da musste er aber dem BRMG schon mal ausweichen. Jetzt ist Anwand auch noch von der Partie. Zack, da ist er schon. Und damit, ja, der AMG ist noch vorbeigegangen. Arning guckt, dass er jetzt hier den BMW hinter sich hält. Da gibt es die Lichthupe von Dani Anwand. Oh, gab es einen leichten Tick vielleicht. Jetzt wird der Ferrari leicht gedreht. Aber vorbei geht es nicht für den BMW. Das ist gut gegangen jetzt hier für René Breit. Der hat gleich mal Abstand gewonnen. Hier 1,8, fast 2 Sekunden. Also für ihn lief die ganze Situation sehr, sehr gut. Dani Anwand, der will hier auch gleich noch vorbeigehen. Der hat auch noch natürlich Chancen hier aus Polen. Nick Kleefeld und Peter Lindner sehen wir dahinter. Auch die könnten sicherlich nochmal Ansprüche anmelden hier. Moldenhauer, glaube ich, an Jekyll gerade vorbeigezogen. Wahrscheinlich auch aus der Schikane Richtung Melbourne Herpin. Wie gesagt, da werden wir die allermeisten Überholmanöver sehen. So, hier ist der erste Martin also auf der 17. Von der 24 ist er gestartet. Wir gucken zu Pierre Brückner, ein paar Meter dahinter. Der ist gerade an Samuel Farmer dran. Hinter sich, 4 Sekunden der Honda, also der BMW hier, der gelbe, die 78. Der hat damit nichts zu tun. Gucken wir kurz hier. Lianos und Busch haben wir hier schön dicht hintereinander. Rudi Geist, der ja von ganz hinten gestartet war. Inzwischen auf der 27. Mal gucken, ja, wo es nach dem Boxenstopp hingeht. Alle anderen hinter ihm, fast alle zumindest, waren schon in der Box. Also Boxenstopp bereinigt vor ihm zumindest alles. Ist er auch noch ganz hinten. Mal gucken. Aber ist er hier direkt ran an den nächsten beiden. 3 Positionen fast sogar.
Aber vielleicht geht da ja nochmal was. Jeff Ebers jetzt mit einer 26,957. Neue schnellste Runde. Also der ist gut unterwegs da vorne. Hat inzwischen schon wieder 5 Sekunden Abstand zu Lukas Bergold. Kann sich da mal wieder absetzen. Mal ein bisschen näher dran, mal ein bisschen weiter weg der Ferrari-Pilot von Racing Quest da vorne. So, gucken wir mal an Wand. Immer noch nicht vorbeigekommen am Ferrari. René Brey macht sich da aus dem Staub schon. 2,5 Sekunden ist er bereits weg. René Brey hier auf der dritten Position guckt. Bin mal gespannt, ob er da hier anschließen kann. Irgendwie wieder Helder Guerra mit einer gelben Flagge in der letzten Kurve. Gab es da vielleicht eine Berührung mit einem Piloten? Oh ja, der BMW dahinter. Die Nummer 9 war das, glaube ich. Das war aber, glaube ich, daran nicht meine Position, oder? Meine nicht. Oder? Auf jeden Fall, nee, war keine Position. Wurde auf jeden Fall getroffen, gedreht und jetzt hier Jerome Eckert auch noch vorbeigehuscht, der da ja leider auch schon einen Unfall verursacht hat, muss man ja sagen. Gegen Kehrwisch war das, glaube ich. Er hier auf der 12 unterwegs, war auf jeden Fall nicht in der Box. Kehrwisch, glaube ich, wo ist der denn jetzt eigentlich? Hier auf der 29, der war schon drin. Den hat er ja mal ordentlich getroffen da. An der rechten Seite. Mal sehen, was für ihn geht. Der war ja auch am Podium vorhin noch dran. So, Danny Anwand. Eine der spannendsten Duelle hier vorne. Auf jeden Fall im Mittelfeld haben wir nochmal eine kleinere, größere Gruppe ab Position 16. Dreiergruppe ab Position 13. Guck mal kurz weiter hinten. Ja, auch nicht so viel los, sage ich mal. Hier und da Potenzial auf jeden Fall für Zweikämpfe. Aber sehr, sehr spannend. Bleibt es auf jeden Fall hier vorne auf der 4, auf der 5. 6, 7 direkt dahinter. Also mehr oder weniger ein Vierer gespannt, die hier ums Podium aktuell kämpfen. Ja, bleibt weiterhin trocken, wie es aussieht. Also, nicht ganz so wild hier mit dem Wetter. Und jetzt kommt hier der Angriff vom BMW auf der Innenseite Richtung T1. Na gucken, die Nummer 13, der Ferrari versucht außen gegenzuhalten. Hat man meistens nicht die allerbesten Chancen, sage ich mal. Und damit hat der BMW sich die Position 4 schnappen können. Und Arning will weitere Position verloren. Jetzt nicht mehr auf dem Podium, jetzt auf der 5 unterwegs. Und Kleefeld, ja, der wird sich hier annähern. Mit Peter Lindner nehme ich mal an. Mal gucken, ob Jan Butch dahinter nochmal rankommt. Der M6 hat das Ganze auch schon mal im Blick. Nochmal 4 Sekunden dahinter haben wir Chris Haya im Honda für HyperX Racing Luxemburg 2. So, Jerome Eckert jetzt doch reingekommen. Irgendwo, da steht er, da steht er. Wir gucken zu Detlef, geht mal kurz rein. Der ist gerade am BMW dran. Arning, oh, Arning verliert jetzt gerade einige Positionen mehr. Mal gucken, ob es hier ein Fahrfehler war oder ob es eine Berührung gab. Auch hier wieder zu weit rausgekommen, minimal. Und da kann das Auto auch nicht ganz abfangen. Da gibt es den kleinen Heckschaden. Da dreht das eh nochmal ein, zweimal. Und da gehen, ja, Lindner, Brutalia, Moritz vorbei. Matthias Weggel dahinter. Der konnte noch nicht ganz profitieren. Also für den Daniel ging es jetzt auch gut nach hinten, die letzten ein, zwei Runden. Sehr, sehr schade für ihn natürlich. So, Oliver Geist, Rudi Geist, der gewinnt gerade die Position gegen den Porsche hinter sich, der da fast das Auto verliert. Janis Janos, jetzt hier eine Position verloren. Rudi Geist damit mal wieder einen Tick nach vorne gekommen. Wie gesagt, bin gespannt, wenn er in der Box war, wo er rauskommt. Weggel geht jetzt an Arning vorbei, der da natürlich damit Schaden unterwegs ist. Gehe ich mal stark von aus, dass er in die Box fährt. Wird hier gerade zurückgerundet vom BMW. Also da vorne hat sich das auch wieder ein bisschen beruhigt. Gucken wir kurz bei Keep rein. Der holt sich gerade den BMW. Peter Buchholz sitzt da drin. Der blaue BMW ist das, der da auch nicht zum Konter ansetzt. Moldenhauer dahinter. Oh, jetzt geht Keep ein bisschen weit. Das heißt, der BMW könnte sich daneben setzen. Dahinter, wie gesagt, der Aston Martin und Jekyll auch noch von der Partie. Das ist dann der Ferrari, der blaue. Und da oben sehen wir gerade Arning, wie er, glaube ich, reinfährt. War er das? Oder war es jemand anders? Auf jeden Fall da oben noch einer reingefahren. Und Keep kann sich hier vorne erstmal halten. Gerade so hat es noch gereicht, aber da staut sich natürlich gerade so ein bisschen. Drei Fahrzeuge direkt dahinter. Oh, fast noch mehr sogar. Gucken, Langhorst, der da die Lücke ein bisschen schließen kann, die 2 Sekunden. Dann haben wir da tatsächlich 6 Fahrzeuge direkt hintereinander. Hier um Position 13 bis 19. Da oben sehen wir die nächsten Fahrzeuge alle. Also da bleibt es auf jeden Fall spannend. Da ist ein guter Boxenstopp auf jeden Fall wichtig. Denn wenn du den mal, ja, versammelst, mal verschoben wirst und dann 2, 3, 4 Sekunden verlierst, dann verlierst du hier gleich mal eine Handvoll an Positionen. Und so einfach ist das ja hier nicht zu überholen auf der Strecke. Erdinger, moin moin. Herzlich willkommen. So, wir sind gleich bei der Hälfte. Das heißt, wir werden da gleich
denke ich mal, einige Boxenstopps sehen. Vorne hat es sich ja jetzt, wie gesagt, beruhigt. 5, 6, 7, noch halbwegs dicht zusammen. Aber wir bleiben, glaube ich, erstmal hier. Es gibt den Angriff von Moldenhauer gegen Buchholz, der da nicht ganz optimal durchgekommen ist. Werden wir noch ein paar Mal sehen. Haben wir heute schon ein paar Mal gesehen. Und da versucht man sich noch Innenseite rein zu bremsen. BMW macht da deutlich, deutlich zu. Aber reicht noch mit ein bisschen Kontakt daneben zu bleiben mit dem Aston Martin. Und der Ferrari, ja, guckt dahinter, ob er da profitieren kann, genauso wie der Honda. Aber da geht es wirklich Stoßstange, Stoßstange, nächster Kontakt. Das wird den Aston Martin ein bisschen raustragen. Der Ferrari ein bisschen weitgegangen dahinter. Damit ist Langhorst vorbeigezogen. Der rote Honda am Ferrari vorbeigezogen. Also einiges an Positionswechsel. Und damit ist der Abstand da im Mittel oder in der Mitte dieser Gruppe zugegangen. Jetzt sehen wir hier wirklich Position 13 bis Position 20. Alles schön dicht aufgereiht. Mit ein paar Kontakten gerade hat sich das Ganze hier zusammengeschoben. Sehr, sehr viel auf jeden Fall los da. Auch hier ist noch ein bisschen was los auf der 28. Daniel Pei sehen wir hier unten, den BMW, den pinken. Im Bund haben wir hier und Jerome Eckert. Dahinter auch, die waren alle schon in der Box. Das heißt, das ist ein Boxenstopp bereinigtes Duell, was wir hier sehen. So, das habe ich gerade oben gesehen. Buchholz verliert hier, glaube ich, gerade Position oder was? Oh, das sah auch sehr interessant aus. Oh, da muss der Old Hairpin ein bisschen off-track gehen. Ewald derweil mit der schnellsten Runde. Und da, ja, kommen sie alle an mit deutlich mehr Geschwindigkeit. Das war wahrscheinlich gerade super, super eng da, aber haben sich alle irgendwie sortieren können. Kein Abflug, glaube ich, keine größeren Berührungen, aber eine richtig, richtig schwitzige Angelegenheit hier im Mittelfeld. Ja, Jeff Ewerts vorne gut unterwegs, immer noch 5 Sekunden vor Lukas Berghold. René Preis 16 Sekunden hinter den ersten beiden Positionen. Der kann sich aber ja leicht absetzen von der hinteren Position wiederum. Das sieht sehr gut aus. Rudi Geis geht gerade vorbei am AMG von Geffert. Jawohl, auf die 22. Jetzt hat er ein bisschen Luft nach vorne. Wollen wir kurz bei Emons rein, auch schön dicht, aber noch keinen direkten Angriff. Ja, gehen wir wieder hier ins Mittelfeld rein. Denke mal, hier wird noch einiges passieren bis zu den Boxenstopps. Mal gucken, wer sich jetzt hier verabschiedet vielleicht. Oder wird er getroffen? Der BMW, er wird selber wiederum getroffen. Der Aston Martin, eieiei, Brückner, ne, wer ist das? Farmer der BMW. Brückner war das, glaube ich, der sehr weit gehen musste. Also da hat es jetzt doch mal ein bisschen gekracht. Da oben geht der BMW auch direkt in die Box rein. Damit die Gruppe ein bisschen aufgelöst hier. Aber ja, doch einige Kontakte heute im Rennen. So, Position 1, Chef Ewerts. Hier sehen wir ihn. Da ist er doch relativ safe auf der 1. Mit 5 Sekunden Vorsprung. Mal gucken, wann er reinkommt. Hier links wäre die Boxeneinfahrt. Fährt aber noch ein bisschen weiter. Lukas Berghold auf der zweiten Position. Könnte heute ja das zweite Mal Zweiter werden, wenn er das so nach Hause bringt. Und René Brey auf der 3 mit einiges an Abstand dahinter, 15 Sekunden nämlich. So, Eckert hat sich gerade Pei geschnappt, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe, eben uns direkt davor. Auch da nochmal ein schönes Dreiergespann hier. Da oben noch ein AMG, das ist aber keine Position, glaube ich. Aber wir sehen, da rechts in der Box stehen schon wieder ein paar Fahrzeuge. Farmer, Geffert sind reingefahren. Damit haben wir ja fast die Hälfte des Feldes schon in der Box gesehen. Die andere Hälfte wird dann ja gleich noch folgen. Boxenstoppfenster, ja, haben wir offiziell, aber das geht ja erst eine Minute vor Schluss wieder zu. Kannst also im Prinzip das ganze Rennen lang in die Box kommen. So, Emons also hier vorne in dieser Dreierkonstellation. Daniel Palm mit 7 Positionsgewinn im Moment. War auch schon in der Box. Das heißt, ja, insgesamt hat er tatsächlich gewonnen. Vielleicht kann er dadurch die anderen Boxstops auch nochmal ein bisschen wieder nach vorne kommen. Gucken wir mal, Abstände da. Ja, Position 23, 13 Sekunden relativ groß. Aber den einen oder anderen da vorne könnte er vielleicht sich nochmal schnappen dann. So, Moldenhauer in der Box. Jawohl. Damit die Gruppe hier im Mittelfeld doch ganz gut aufgelöst. Jetzt, oh nein, da geht ein AMG weit. Das ist, wer ist das? Das ist Stranovic, der da, weiß nicht, noch reingefahren ist. Schauen wir mal ins Replay rein. So, da geht der AMG weit und da wird er getroffen. Noch hinten am Heck ganz, ganz knapp. Alpe Ferret da ganz unglücklich. Also ähnlich wie bei Kerwisch vorhin, der da noch getroffen wurde. Ja, ja, also wenn da einer abfliegt, dann wird da gerne mal einer mit Leidenschaft gezogen heute. Super, super ärgerlich. Vor allem, ja, er war ja schon in der Box. Das heißt, er muss jetzt nochmal rein. Wir sehen hier, ich denke mal, die Lenkung wird nicht mehr allzu optimal sein. Also sehr, sehr ärgerlich für ihn hier. Gucken wir kurz mal zu Eckert. Der ist jetzt an Emons, ja, dran. Schauen wir mal, ob er ihn nochmal überholen kann. Die waren ja schon in der Box. Die werden so auf jeden Fall zu Ende fahren. Wenn er vorbei möchte, dann muss er das Ganze auf der Strecke machen. Über einen Boxstopp geht's auf jeden Fall gerade nicht. Oder Rosse, was macht er hier auf der 16. Position, sorry. Ewerts Berghold nämlich in die Box gekommen, die ersten beiden. Also gleichzeitig kommen sie jetzt hier zum Reifenwechsel, zum Tanken wahrscheinlich.
Oh, ich dachte, ich muss kurz niesen, aber nein. Aber hier sehen wir, wie Rosse dran ist am Buchholz. Beide noch nicht in der Box gewesen. Also auch da könnte sich das tatsächlich nochmal über die Box entscheiden, wer da vielleicht vorbeigeht oder vorne bleibt. Ah, der Audi da rechts, glaube ich, der hat abgestellt, wenn ich es richtig sehe. Marc Mahui ist das nämlich auf der 41. Ein Fahrzeug runter. So, schauen wir mal Eckart. Man sieht, er greift er jetzt hier an vor der Schikane. Vielleicht nicht die beste Möglichkeit. Der AMG dahinter, das ist die 22. Der möchte da vorbei. Oh, links, rechts. Das müsste eine Überrundung, glaube ich, sein. Ja, das ist René Brey, der gerade mal auf der 1 ist. Aber der muss auch nochmal reinkommen. Mal gucken, ob er jetzt hier schon abbiegt gleich. Oder ob er jetzt guckt, dass er hier ja noch länger draußen bleibt und mit frischeren Reifen nachher vielleicht nochmal ein bisschen verkürzen kann. Aber unter normalen Umständen glaube ich nicht, dass er die 15 Sekunden mal eben so rausfährt noch in der nächsten halben Stunde. So, biegt jetzt auch hier ab, also bleibt hier nicht lange draußen, kommt hier zur Hälfte ungefähr rein. So, Lukas Berggold. Ja, gerade hier an Langhorst dran, ist aber kein boxstoppelreiniges Duell. Der muss nämlich nochmal reinkommen, der Honda. Das heißt, der muss sich nicht unbedingt wehren. So, der BMW hier lässt sich, glaube ich, gerade überrunden. Die Nummer 8 müsste das wieder gewesen sein. Also Lukas Berggold muss sich gerade ein bisschen durch den Verkehr kämpfen. Weiß nicht, ob da Jeff Ewerts vielleicht ein bisschen mehr Glück hatte bei der Boxenausfahrt, wo er da rausgekommen ist. Aktuell hat er da eine Strafe anscheinend. Er biegt gerade schon wieder ab. Oh, Jeff Ewerts mit einer DT. Der hat sich eine DT geholt bei seinem Boxenstopp. Ganz, ganz ärgerlich. Der war da souverän auf der ersten Position. Damit ist... Oh, wo ist er denn? Jetzt wird das Ganze hier durcheinander gewürfelt durch die ganzen Boxenstopps. Damit ist Lukas Berggold boxenstoppelreinig der neue Führende. Und wir haben ja gesehen vorhin zu René Brey, der jetzt dann auf die zweite Position gehen müsste gleich. 15 Sekunden Rückstand. Also hat hier alle Chancen, das Ding zu holen nach seinem zweiten Platz aus Sandford. Könnte sich Position 1 holen. Oh, jetzt hier vorbeigehen. Sehr, sehr tricky. Er hält sich auch gut zurück. Und dann kommt noch der Honda an hier. Der muss auch ein bisschen aufpassen. Also mal gucken, ob er hier an Langhorst vorbeikommt. Rosse ist dahinter. Das ist der direkte Konkurrent vom Honda vor ihm wiederum. Also hat sich hier gerade zwischen einen Zweikampf ein bisschen, ja, ein kleines Nestchen gebaut. Also ich denke mal, hier auf der Geraden wird er gleich vorbeikommen. So, Danny Anwand, der war auch in der Box an Rudi Geist dran, der aber noch reinkommen muss, also auch kein direkter Zweikampf. Dann gehen wir mal nach vorne, Jan Butch, der kommt jetzt gerade aus der Box hier, der M6, auf der, ja gucken wir mal, in die Box rein, so rum, auf der zweiten Position liegen. Peter Lindner übernimmt gerade mal die Führung, hier Chris Haier reingekommen, Moritz kommt rein, Weggel, mal schauen, ob der reinkommt auf der 5. Er bleibt noch draußen, wie es aussieht. Berggold kommt jetzt hier vorbei am Honda, endlich mal. Also doch nicht auf der Geraden vorbeigelassen worden. Klar, Langhorst wollte da nicht möglichst wenig Zeit verlieren. Wie gesagt, weil dahinter Steffen Ross die direkte Position ist. Mal sehen, vielleicht fährt ja einer von beiden rein, jawohl. Also muss ich da erstmal nicht verteidigen. Der Verfolger biegt hier ab. Da rechts sehen wir die weiteren Autos, die gerade alle in die Box kommen. Ordentlich Betrieb hier in der Boxengasse. So, Lianos mit der gelben Flagge, weil er gerade aus der Box rauskam. Wahrscheinlich musste da ein bisschen verlangsamt werden durch die Boxenausfahrten. Da muss man sich natürlich einig werden, ja, wer da wo die Linie nimmt. Und hier haben wir Wolfgang Busch am Maisack dran. Der ist auf seiner Position geblieben, der BMW. Wolfgang Busch hat einiges verloren, der war schon in der Box. Ja, die nächsten, die jetzt gerade in der Box sind, sind schon 13 Positionen vor ihm. Aber ich nehme mal an, dass er nicht allzu viel mehr gut machen wird. Also da ging es tatsächlich insgesamt doch deutlich nach hinten. Einer der Verlierer hier. So, Falke Moritz auf der 14 mit 5 Positionsgewinnen. Chris Haier direkt davor, müsste noch knapp vorbeigekommen sein, weil er wahrscheinlich aus der Box gerade kam. Vinny Anwand, der hier auf der 11 unterwegs ist, der schon in der Box war. Fehlen also nur noch 4 Fahrzeuge. Ne, 5 Fahrzeuge. Matthias Weggel nämlich. Hier auf der zweiten Position, Peter Lindner ist gerade drin. Mal gucken, biegt er jetzt ab, relativ weit in, jawohl. Guerra müsste noch reinkommen, der bleibt noch draußen. Langhorst, Hofmann und Brückner, die 3 Fahrzeuge müssen noch rein. Alle anderen sind soweit jetzt schon mal zum Boxenstopp gekommen. Damit haben wir hier ein Duell um die 10. Position im Moment. Klefeld-Anwand sehen wir hier, Lamborghini gegen BMW. Lamborghini kann sich hier noch vorne halten. 25 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Ja, wird wohl Trockenrennen bleiben, wie es aussieht. Also keine Regenbedingungen heute. So, Peter Buchholz am Moldenhauer dran. Platz 24, 25. Gibt keine Punkte, zumindest nicht für die Gesamtwertung. Können ja mal die
kann da mal einschalten. Da sehen wir nämlich die unterschiedlichen Farben. Die roten müssen Bronze sein, die grauen Silber und die weißen Gold. Und da sehen wir, ja, hier Bronze gegen Silber. Also für die Einzelwertung hat das jetzt keinen großen Einfluss. Aber für die Gesamtwertung natürlich. Muss man sich ein bisschen überlegen. So, wie sieht's vorne aus? Da müssen jetzt noch drei Fahrzeuge reinkommen. Ja, aber vor allem die Goldfahrer. Ja, eher weiter vorne. Brückner aktuell auf der 4 als Bronzenfahrer. Aber muss ja auch noch in die Box. Aber wird nochmal ein bisschen zurückfallen nachher. So, gehen wir auf Wolfgang Busch wieder drauf. Der ist hier in so einer kleinen Gruppe angesiedelt gerade. Kann sich vielleicht den BMW jetzt vom Maisack schnappen, der da ein bisschen weit geht. Damit geht er vorbei, jawohl. Hat sich in sich schnappen können. Der muss aber anscheinend nochmal in die Box rein. Hat er sich etwa auch eine Strafe geholt. Armer Ruhr hat einen DSQ, sehe ich gerade. Der hat gar nicht wirklich abgestellt. Der wurde abgestellt sozusagen. Nee, fährt gerade in die Box rein. Weiß nicht, ob er eine Strafe hat. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Eine DT haben wir auf jeden Fall gehabt jetzt. Von ACC selber. Am Start gab es ja von der Reko noch zwei, drei Strafen. Aus dem ja, letzten Rennen, glaube ich, waren die noch offen. Die waren aber natürlich schon alle drin zum Absolvieren. So, Jeff Ewerts. Mal gucken. Der ist jetzt hier nach seiner DT vor René Breit tatsächlich noch geblieben. Ganz knapp allerdings nur. 3-4 Sekunden sind es nur. Also doch nicht vorbeigezogen. Aber mal sehen, ob es da noch mal einen Zweikampf gibt. Würde Lukas Bergold auf der 1 natürlich freuen. Der hat jetzt hier ja 11-12 Sekunden Vorsprung von Jeff Ewerts. Langhaus dazwischen muss er noch in die Box reinkommen. Genauso wie Brückner auf der 4. Also der hat hier richtig, richtig gute Chancen, heute das Ding zu holen. Das haben wir jetzt hier. Kerwisch gegen Stefan Mons. Ja, beide mit viel Pech heute. Beiden Porsche-Piloten, ja, die waren deutlich weiter vorne angesiedelt. 6 Positionen verloren. Stefan Mons mit 8 Positionsverlusten. Zumindest mal wieder in den Punkten unterwegs. Immerhin, aber hätte heute deutlich, deutlich mehr holen können. War ja hier auf der 4 gestartet. Der Führende der Gesamtwertung. Falk Moritz, der jagt hier gerade den Chris Haier im Honda. Das ist, ja, direkt davor quasi. Auch nochmal ein schönes Viererpack hier ab der 10. Position. Dann haben wir ab der 22 nochmal ein Vierer gespannt. Bergold jetzt mit der 9 schnellsten Runde 26,9. Und dann hier hinten nochmal ein kleiner Dreikampf. Mehr oder weniger zumindest. Rudi Geis, Wolfgang Busch und Marius Zahner. Auf eine rot-gelbe Flagge. Lässt hier, glaube ich, auch nur ein paar Leute gerade durch. Jawohl. Also nur eine Überrundung. So, Brückner kommt jetzt rein. Mal gucken, wer fehlt jetzt noch? Ne, keiner mehr. Langhorst nämlich auch gerade reingekommen. Boxenstopps sind also gleich durch. Damit sehen wir hier vorne wieder die Boxenstopp-bereinigten Abstände. Oh, hinten hat es jetzt gekracht bei Farmer Buchholz. Da müssen wir natürlich mal kurz reinschauen. Buchholz dreht sich hier gerade noch so ein bisschen. Gucken wir mal, was da genau passiert ist. Und Rudi Geister offenbar auch noch involviert. Schauen wir mal, was da los war. Der BMW von Novissim Racing auf der Innenseite trifft hier die Nummer 5, ist das hier. Ah, da dreht er ihn. Das ist bei Rudi Geist passiert. Ah, das war ganz woanders. Da hat er selber das Auto verloren. Er hebt das Hinterteil nochmal ab vom Aston Martin. Ah, ein paar Meter davor, aber hatte damit nichts direkt zu tun. Also auch hier nochmal ein bisschen Schaden davongetragen. Mal gucken, ob man hier die letzten 20 Minuten gleich nochmal so zu Ende fahren kann. Oder ob man zumindest einen kleinen Reparaturstopp einlegen muss. Ja, aber wir sehen einige Fahrer hier heute wirklich mit, ja, Pech unterwegs. Dabei die Bedingungen eigentlich doch recht gut zum Fahren. Ja, vorne tut sich nicht viel. Anwand nochmal an Kleefeld dran. Ansonsten sehen wir hier um die letzten Positionen in den Top 10 einen schönen Vierkampf. So, der AMG hier wird gerade überrundet. Der hat damit nichts zu tun. Dann gehen sie alle vorbei. Mons geht vorbei. Kerwisch dahinter geht vorbei. Moritz, Haier sind ein paar Meter davor schon durch die Schikane. Hier der BMW jagt den Honda auf der 8. Position. Ja, bleiben wir mal ein bisschen hier, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob Kerwisch vielleicht hier angreifen kann. Kann er nicht. Aber Moritz versucht hier irgendwie die Nase daneben zu bekommen. Jawohl. Aber auch hier haben wir es gesehen. Außenseite auf der rechten in Fahrtrichtung ist es doch relativ schwierig, da mal vorbeizugehen. Deswegen geht er wieder dahinter. Ein kleines Switchback versucht zumindest. Nase wieder daneben gehalten. Dann Aston Martin etwas weit gegangen. Ist aber auch eine Überrundung. Also Moritz, der will hier nochmal vorbeigehen. Da ist Rudi Geist, glaube ich, ne? Der steht da außen mit seinem kaputten Aston Martin. Weiß nicht, ob der nochmal in die Box jetzt fährt. Wahrscheinlich hat er gewartet, dass alle vorbeifahren, dass er dann rüber in die Boxeneinfahrt fahren kann. Also er macht hier richtig Druck. Gleich gehen wir natürlich zu Danny Anwand auf die 5. Position.
Aber erstmal bleiben wir hier. Schau mal hier bei Chris Heyer vielleicht hinten raus. Oh, bisschen Gras mitgenommen hier. Kurz vor der Anbremszone. Aber alles gut. Kann ihn schon gut mitnehmen. BMW bleibt erstmal dahinter. Aber wird spätestens gleich auf der Geraden Richtung Schikane richtig rankommen und vielleicht angreifen können. Schauen wir mal, oder vielleicht hier bereits geht er auf die Innenseite und da geht's vorbei. Jawohl, schönes Manöver hier von Falken Moritz. 11. Positionsgewinn. Ganz, ganz starkes Rennen bis hierhin. Von der 19. auf die 8. Position. Ja, und dahinter Kehrwisch. Ja, eine Kurve später auf der Innenseite gegen den Porsche-Kollegen mit der 33. Da ging es noch nicht ganz vorbei. Side by Side geht es jetzt hier Richtung Schikane. Mal gucken, ob da einer zurückzieht. Wer hat die Nase leicht vorne? Noch ist es Kehrwisch. Leichter Kontakt. Mal gucken, ob die 33 zurückzieht. Kehrwisch lässt hier Platz und damit geht er geradeaus. Verliert hier den Schwung. Gucken, ob Stefan Monster mal dagegen kontern kann. Erstmal nicht. Also er hat das nicht ausnutzen können. Also da gab es jetzt trotzdem den Positionswechsel hier. Gibt es auch direkt die Lichthupe. So, Danny Anwand hier, wie gesagt, an der 4. Position dran. Ich schaue nochmal kurz, ob noch Strafen offen sind. Sieht gerade nicht danach aus. Also in der Boxengasse hat das ja meistens funktioniert. Bei Jeff Ewerts anscheinend nicht. 12 Sekunden hat der jetzt Rückstand. René Breit 3 Sekunden dran. Und dann nochmal 7 Sekunden dahinter haben wir hier den Zweikampf um 4 und 5. Sehr, sehr spannend zumindest. Ja, hinterm Podium, sage ich mal. Mittelfeld haben wir auch noch so ein paar Zweikämpfe. Können wir kurz hier gucken. Moldenhauer geht nämlich gerade vorbei, überschießt aber nach Melbourne Herpin und damit der direkte Gegenkonter von Hofmann, der damit auf der 21 bleibt. Ja, im Mittelfeld auch noch einige größere Gruppen tatsächlich. Ihr seht zum Tower links, da so 1 bis 2 Sekunden Abstände haben wir da. Also keine Side-by-Side-Action direkt, aber potenziell zumindest ein kleiner Fehler. Und dann wird es auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant werden. Bergold hat da vorne keinen Druck, auch noch die schnellste Runde aktuell. Dafür gibt es ja auch nochmal einen Punkt. Das heißt, er kann heute ja ordentlich absahen, würde ich mal sagen. Kann da richtig Punkte gut machen, vor allem, ja, weil Stefan Monster so weit nach hinten gefallen ist, der ja der Erste der Gesamtwertung ist. Mal gucken, Daniel Andersen, wo ist der denn? Oh, René Brey, komm, sage ich, hat sich jetzt die schnellste Runde geholt. Andersen, wo ist der denn unterwegs? Fährt überhaupt mit? Ja, der müsste ja mitfahren. Wo ist er denn? Schon wieder so blind hier. Ja, bin ich gerade nicht. Irgendwie gerade blind. Weiß aber, oder ist er der runtergegangen ist? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall kann Lukas Bergold heute einiges an Punkte gut machen. Haben ja keine Streichergebnisse. Also man muss in den 10 Rennen auch ordentlich ja, Punkte holen, wenn man vorne mitfahren möchte. Detlef Gebe ist nochmal an der 16 dran. Schauen wir da nochmal rein. Oh ja, hier in der letzten Kurve, da ist noch ein McLaren. Das ist auch keine Position. Wirklich. Aber Emons Eckert sehen wir davor noch. Davor nochmal Roman Wagner. Das ist hier der grüne Aston Martin. Also auch hier nochmal eine schöne Gruppe. Gucken wir mal, ob Gebe jetzt hier noch irgendwie vorbeikommt an Emons. In der schnellsten Runde tun sie sich beide nicht viel. Aber kann auch daran liegen, dass sie hier dicht an dicht hintereinander herfahren. So, gehen wir mal ein bisschen durchs Feld. Also Lukas Bergold auf der 1. Position, auf der 2. Jeff Ewerts leider mit einer DT. Sonst wäre der da vorne auf jeden Fall unterwegs. René Breit 3 Sekunden immer mit der schnellsten Runde. Wie gesagt, vielleicht kann er sich ja nochmal weiter nach vorne arbeiten hier. Zumindest die Position 2 holen. Dann auf der 4 mit 7 Sekunden Rückstand im Zweikampf mehr oder weniger Kleefeld mit Danny Anwand auf der 5. Position. Peter Lindner auf der 6 mit der 88. Auch hier ging es 9 Positionen nach vorne bei Jan Butch mit dem M6 auf der 7. Position. Falk Moritz auf der 8. Hat er noch einige Autos hinter sich. Chris Heyer, Fabio Kehrwisch und ja, der Porsche von Stefan Mons, den wir da gerade side by side gesehen haben mit dem Kehrwisch. So, da gibt es gerade Lichthupe von Matthias Weggel. Wahrscheinlich, weil er hier überrunden möchte. Ui. Der BMW da nochmal ein bisschen ja, länger den Lenkeinschlag gehabt. Aber geht alles hier vorbei. Dann haben wir Gelder Guerra direkt dahinter. Der macht auch Lichthupe. Der möchte direkt hinterherziehen. Funktioniert. Keep jetzt gerade vorbeigekommen am Porsche. In der letzten Kurve nehme ich mal an, muss ich hier direkt verteidigen. Auf der 16 und auf der 17 haben wir hier den schönen Zweikampf. Jawohl. Roman Wagner hier auf der 14. Ah, bleiben wir bei Emons vielleicht mal kurz. Vielleicht kann er nochmal kontern. Das Passwort ist... Oh Gott, oh Gott. Das Passwort ist immer das gleiche.
Da gibt's kein anderes. So, kommt jetzt erstmal nicht vorbei. Wir gucken bei Helder Guerra mal rein. Die waren ja gerade da am BMW vorbeigerundet oder haben ihn überrundet. Mal gucken, ob es hier in den Zweikampf geht. Guerra hat 2 Positionen gewonnen. Weggel müsste auch ein bisschen gewonnen haben. 6 Stück sind es an der Zahl. Also wie gesagt, wir können ja nochmal reingucken hier nach den ganzen Boxenstopps, da viele, viele die gewonnen haben. Vorne gibt es den Tausch, Kevish, Mons, ja wie gesagt mit Pech. Jerome Eckhardt, der war auch involviert. Emuts auch 8 Positionen verloren. Daniel Arning 12 Positionen verloren. Da ging es gut nach hinten tatsächlich. Aber auch große Gewinner haben wir dabei. Falk Moritz auf der 8, unter anderem Klefeld auf der 4 sehr stark. Roman Wagner auf der 14. Steffen Rosse auf der 18 mit 14 Positionsgewinn. Der hat da mal ja fast ein Drittel des Feldes ein bisschen mehr überholen können. So, mal gucken. Wird auf jeden Fall spannend bleiben, Danny Anwand. Der will nochmal zumindest auf die 4 gehen. René Brey kommt aktuell nicht wirklich an Jeff Everts ran auf der 3. Position. Also wird wahrscheinlich, ja, auf der 3 bleiben. Mal gucken, außer da vorne passiert nochmal ein Fehler oder ähnliches. 14 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Jawohl, bleibt trocken. Also kein Regen heute in Sicht. Aber wir sehen hier, macht richtig, richtig schön Druck vor der Schikane. Kann man richtig gut ausnutzen, haben wir heute schon ein paar Mal gesehen. Auch in anderen Rennen haben wir es gesehen, dass man sich schön daneben setzen kann. Und dann hier in der Melbourne Hairpin zumindest angreifen und dann vielleicht vorbeizieht. Ja, gute Traktion braucht man hier, aber auch der Lambo kommt da sehr, sehr gut raus. Ja, ich denke, wird den ein oder anderen Zweikampf geben, wo es richtig, richtig eng ins Ziel gehen wird. Auch hier Helder Guerra immer noch dran an Weggel. Also gefühlt würde ich sagen, könnte er schneller. Der weicht ihm hier nicht von der von der Stoßstange auf jeden Fall. Und Matthias Weggel, das hier verteidigt bekommt, dahinter 6 Sekunden Abstand. Ja, eine kleine Vierergruppe, also erstmal kein Druck von hinten. Können sich hier schön aufeinander konzentrieren. Mal sehen, wer sich hier doch die letzten Punkte holen kann. Die ersten 15 bekommen ja Punkte hier in der Gesamtwertung auf jeden Fall. Dann haben wir noch die Einzelwertung. So, Emons hinter Detlef Keep. Das haben wir hinten noch. Moldenhauer ist an Hofmann dran. Weiter hinten haben wir noch Daniel Pei an Patrick Schröter und Oliver Braun an Thomas Scheffert, hier der AMG. So, Farmer steht in der Box dran. Novis steht in der Box. Kurz mal gucken. Oh, weiß nicht, ob die abgestellt haben. Oder sich teleportieren mussten oder so. Wenn man sich teleportiert in die Box, dann darf man nicht mehr rausfahren. Dann ist das Rennen gelaufen. So, was haben wir hier? Da haben wir einen Zweikampf. 30-31. Dahinter Kevish, der gerade Lichthupe macht. Der grüne Porsche, das ist dann eine Überrundung. Stefan Mons ist das da hinter der schwarze Porsche. Also ein Zweikampf, der auf den Zweikampf trifft. Kevish will natürlich keine Zeit verlieren. Während Dani Pai jetzt hier vorbeigehen in der Schikane, lenkt er ein und dann ja, räumt er hier mehr oder weniger Dani Pai ab, muss man sagen. Der räumt dafür den Reifenstapel mal beiseite. Oh, das hat Dani Pai gar nicht gefallen. Der war ja gerade mal dran an Buchholz. Oder war das Buchholz? Auf jeden Fall an seinem Vordermann dran. Und damit, ja, hier auf der 31 nur noch unterwegs. Ah ne, Buchholz ist hier an Haft dran, so rum. Ja, sehr, sehr ärgerlich da. Hätte sich Daniel Pai wahrscheinlich gewünscht, dass da Kevish vielleicht, vor der Schikane, vor der Haarnadelkurve vielmehr angreift, vielleicht vorbeigeht, nicht in der Schikane direkt. So, vorne. Anwand kommt nicht vorbei am Lambo. Das sei Anwand Falk Moritz noch dran. BMW gegen Honda. Also wie gesagt, ich denke, da wird es noch einige mehr oder weniger Fotofinishes geben. Nachher in, ja, 10, 11 Minuten, die wir nur noch haben. 50 Minuten haben wir hinter uns. Und ja, doch einige Unfälle tatsächlich, vor allem am Start oder in den ersten Runden. Aber auch während des Rennens selber einige Fahrfehler gesehen. Hat immer mal wieder andere Kontrahenten mit in Mitleidenschaft gezogen, muss man sagen. Ja, wie es aussieht, haben wir noch 38 Fahrzeuge aktiv auf der Strecke. 2, 3 stehen in der Box, einer leider vom Server runter. Aber immer noch einiges auf der Strecke los. Auf der Karte sehen wir es. Da gibt es, ja, zumindest auf der Strecke selber wenig größere Lücken. Der Klefeld wird auch froh sein, wenn er das nach Hause bringt. Hat hier die ganze Zeit den BMW M4 im Rückspiegel ganz, ganz groß. Aber lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Kann hier die Position aktuell sehr, sehr gut halten. Wenn er keinen großen Fehler macht, sollte er das irgendwie hinkriegen. Aber ein paar Ründchen sind hier noch zu gehen.
Also, ist doch ein relativ langer Weg in der Situation. Matthias Weggel hat hier schon mal verteidigt auf der Innenseite. Und Jaguera wollte da angreifen, war aber kein Platz, um daneben zu gehen. Audi gegen Audi hier, Hovisim Racing gegen HyperX Racing Luxemburg 2. Mal sehen, da hinten immer noch 6 Sekunden. Eckert auf der 15, Keep und Emus nochmal direkt dahinter. Moldenhauer Brücken hat 22, 23 hätten wir noch. Ah, hier gibt es schon wieder den leichten oder ersten Angriff. Nächsten Angriff vom BMW hat sich hier leicht daneben setzen können. Aber, ja, hat es noch nicht ganz geschafft, vorbeizugehen. 4-5 bleibt weiter spannend. René Prey hat die schnellste Runde immer noch. Ja, Bergold, mal gucken, ob er nochmal nachziehen kann. Ein Punkt gibt es ja dafür auch nochmal. Gucken wir vielleicht bei Haaf mal kurz rein. Hier den anderen Lamborghini-Piloten. Der hat nämlich auch einen BMW M4 hinter sich. Das ist Buchholz. Schauen wir mal, wir gingen es auch nach vorne, ne? 8 Positionen. Ja, leider auch nicht in die Punkte für die Gesamtwertung zumindest. So, Kleefeld, der hat da doch gerade irgendwas gehabt. Müssen wir mal kurz schauen. Der wurde doch verfolgt vom BMW. Gab es da vielleicht den kleinen Kontakt? Hat hier relativ eng angebremst und von hinten hat er zumindest da keinen mitbekommen. Beim Rausbeschleunigen kriegt er einen mit hier von Anwand. Der dreht ihn zumindest mal wieder gerade. Aber Peter Littner hat da profitiert. Da ist da der AMG. CDS Digital Motorsport jetzt hier am Lamborghini vorbeigegangen. Das heißt, da hat Kleefeld jetzt 2 Positionen verloren. Und hat jetzt noch direkt Jan Butch hinter sich. Der hat da nicht ganz profitieren können, ist aber direkt dran. Also der Nick da, ja, mit etwas Pech jetzt nur noch auf der 6. Position. Und mal gucken, ob er hier zumindest Jan Butch hinter sich halten kann. Anwand damit auf der 4. Und Peter Littner, mal sehen, ob er vielleicht ihn wiederum nochmal gefährlich werden kann. Also dadurch nochmal ein bisschen spannender geworden hier in den Top 10. Chris Heyer, der jagt ja noch Falk Moritz hier. Wo ist er? Da, ein paar Meter davor der BMW. So, Guerra weiter dran am Audi-Kollegen hier, Matthias Weggel. Also wie gesagt, da wird es noch einige enge Duelle geben. Auch hier Peter Buchholz am Lambo dran. Daniel Pei, der ist am Patrick Schröter jetzt dran, nachdem er da auch in der Kollision verwickelt war, sich gedreht hat. Versucht jetzt hier zumindest nochmal auf die 30 zu kommen. Viel weiter nach vorne wird schwierig. 12, 13 Sekunden zur nächsten Position. Ja, das wird, glaube ich, nichts mehr in 8 Minuten. Also seine Aufgabe wird sein, hier noch den Patrick Schröter sich zu schnappen, der da sehr viel Körper mitgenommen hat. Auch sein Rennen lief gar nicht gut hier. Aus den Punkten rausgefallen. Von der 14 gestartet. Jetzt nur noch auf der 30 unterwegs. Ja, mal sehen, 30, 31. wird es wohl werden am Ende des Rennens. Rudi Geis guckt nochmal, ob er am Porsche hier vorbeikommt von Dominik Freitag, der sich jetzt hier nochmal verteidigen kann. Ja, sehr weiter Abstand da, links und rechts. Mal gucken, Porsche muss sehr weit innen fahren. Sehen, ob der Aston Martin vielleicht sich hier auf die Innenseite setzen kann, mit ein bisschen mehr Schwung rauskommt. Aber Porsche kommt jetzt gerade in die Box rein. Der hat nämlich eine DT. Jawohl, hat sich also alleine erledigt. Damit, ja, wird er hier auch auf den letzten Positionen bleiben erstmal. So, Daniel Pei ganz, ganz dicht dran an Schröter. Gab aber keinen Kontakt in dem Fall. Haben wir heute auch schon ein paar Mal gesehen, dass der Vordermann dann, ja, mal leicht berührt wurde. Und diesen engen Kurven hast du sehr viel Lenkeinschlag. Wenn du da mal einen mitkriegst, dann dreht sich sofort mal weg. Das geht ganz schnell. Auch hier super, super knapp. Daniel Pei da voll in die Bremse wahrscheinlich gegangen. Hat da fast den Honda-Piloten getroffen. Dominik Freitag mit seiner DT durch. Hier weiterhin auf der 38 unterwegs. Geht sehr weit. Egal, wird jetzt hier überrundet. Und wir gucken zu Oliver Braun vielleicht mal rein. Der holt sich nämlich den Braun, Der Braun holt sich den Geffert so rum. Geht hier erste Kurve für YM-AMG-Piloten. Damit Thomas Geffert jetzt hier auf der 33. Auch ein bisschen nach vorne gekommen zumindest. So, Rosse kurz langsam gewesen. Vielleicht ein bisschen off-track in der Old Terpin. Wir gehen zu Chris Sayer mal auf die 9. Position. Ja, René Prey auf der 3. Hat wieder ein bisschen verloren. 5 Sekunden jetzt Abstand zu Jeff Ewert. Jeff Ewert holt so ein bisschen auf Lukas Bergold auf. Aber ja, wird wahrscheinlich nicht mehr reichen. Lukas Bergold kann das da vorne nach Hause fahren. Und Haya könnte sich nochmal, ja, ein bisschen mehr Punkte holen hier auf die 8. Position. So, Guerra, der beißt sich richtig einen ab hier. Der will hier unbedingt am Weggel vorbei. Er macht hier die ganze Zeit Druck. Jetzt hat Falk Moritz eine gelbe Flagge. Der war doch auch hier im Zweikampf verwickelt. Ja, Haya Kevish monstert jetzt vorbeigegangen. Und da dreht er sich leider weg in der letzten Kurve. Und da geht es auch nochmal leicht in die Wand rein. Jetzt muss er hier zurücksetzen. Mal gucken, ob er hier zumindest die letzten 5,5 Minuten irgendwie zu Ende fahren kann. Guerra ist nämlich auch noch vorbeigezogen hier, der
Audi, der hier an Matthias Weggel vorbei möchte. Also beide schon mal wieder eine Position gewonnen. Das heißt, hier geht es ja nicht ganz um die Top 10. 2 Sekunden sind die nämlich weg. Da ist Stefan Mons zumindest mal wieder, der auch deutlich, deutlich weiter vorne mitfahren könnte. So, okay, verliert jetzt hier gegen Emons die Position. Da geht es nochmal richtig gut zur Sache im Mittelfeld, wie wir sehen. Wagner Eckert, Emons Keb hier schön dicht hintereinander. Da gibt es auch noch Überrundung wahrscheinlich da vorne. Die machen natürlich auch nochmal ein bisschen was aus, eventuell. Schauen wir mal, ob Keb jetzt hier... Ja, außenrum wird wahrscheinlich etwas schwierig. Arning mit einer gelben Flagge. Aber jetzt überschießt vielleicht der Porsche leicht. Da kriegt die Kurve nicht ganz optimal. Und der Honda setzt sich hier auf die Innenseite. Da wird er auch bleiben. Hat er eine sehr, sehr gute Chance, wenn er die Kurve gut erwischt, hier rauszukommen auf der 16. Position. Aber der Porsche jetzt hier im Windschatten. Was bei Arning los? Ah. Schon wieder unterwegs, alles gut. Aber Keb jetzt erstmal an Emons vorbeigekommen, der jetzt hier auf der Innenseite kurz sich nochmal bemerkbar macht. Aber da greift er nicht an. Mal sehen, ob der Honda jetzt hier gut durchkommt. Sieht danach aus, jawohl, damit bleibt er jetzt hier tatsächlich auf der 16. Hat sich hier die Position holen können. So, Weggel Uera gab wohl einen kleinen Kontakt hier. Weggel hat gut zu tun hier mit dem Audi hinter sich. So, Peter Lindner, jetzt ein Klick Kleefeld nochmal dran. Hinter sich hat er Jan Butch. Nochmal ein schönes Dreiergespann um Position 5, 6, 7. So, DT ab, genau, hatten wir von der 2-2-2 gesehen. Okay, Emons, gab es doch vielleicht auch nochmal einen kleinen Kontakt in der letzten Kurve. Könnte sein, nichts Wildes hier. Oh, Jan wurde ja ein bisschen unruhig in der Kurve. Ja, aber es ist eine schwierige Kurve da. Innenkörper nicht zu viel mitnehmen, da wird es unruhig. Außen nicht so weit rauskommen, haben wir schon zweimal mindestens heute gesehen. Dann dreht man sich nach rechts weg hier. Und dann, ja, geht es oft in die Wand rein. 3,5 Minuten haben wir nur noch. Und hier Mittelfeld, Wagner, Moritz. Da gibt es auch nochmal leichten Kontakt. Moritz ist ja ein bisschen in die Wand gefahren eben. Wagner ist da jetzt außenrum in der Old Hairpin irgendwie vorbeigekommen. Aber klar, Falk Moritz kann da nicht mehr alles rausholen. Versucht hier noch irgendwie zu verteidigen. Macht hier nochmal dicht gegenüber Jerome Eckert, Detlef Keb und Immuns dahinter, die 3 Positionen. Ah, ich fürchte fast, die wird auch noch alle verlieren hier. Können wir mal kurz draufbleiben. Weil ich glaube, mit seinem Fahrzeug, ja, wird er nicht dagegenhalten können. Mal gucken, ob die da alle heil irgendwie vorbeikommen. Jetzt hier mal sehen, Langhorst mit einer gelben Flagge irgendwo unterwegs. Ah, gucken wir ganz, ganz kurz rein. Ah, steht hier verkehrt herum. Eckert jetzt auf jeden Fall vorbeigekommen am BMW. Ah, hoffentlich geht das hier alles gut. Langhorst wird natürlich durchgereicht. Ja, 23. jetzt nur noch. Mal sehen. Geht jetzt hier irgendwie an Falk Moritz vorbei. Außenrum jetzt. Eieiei, Detlef Keb will es außenrum probieren, aber könnte vielleicht die Position noch gegen den Porsche wiederum abgeben. Er bleibt aber erstmal dahinter. Staut sich natürlich gut auf, wenn da einer deutlich langsamer ist, wie wir sehen. Falk Moritz will keine Zeit verlieren, der will unbedingt vorbei, um nochmal vielleicht Jerome Eckert anzugreifen. Und vielleicht auch nochmal Roman Wagner, der Aston Martin da ganz oben. Der hat viel, viel freie Fahrt. Das tut ihm gerade, ja, oder spielt ihm gerade sehr, sehr gut in die Karten, dass sie da so ein bisschen aufgehalten werden gerade. So, Keb jetzt auf der Innenseite. Guckt vorsichtig, kann ich hier vielleicht besser raus beschleunigen? Hat der BMW vielleicht Probleme beim Lenken oder vielleicht nur in der Topspeed, je nachdem, wie sich der Schaden auswirkt. Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr enges Racing da aktuell. Aber klar, der will jetzt hier die letzte Position, Punkteposition behaupten und außenrum der Porsche. Und da kollidieren beide und da hat es jetzt noch den Emons getroffen, der da versucht hatte, außenrum zu gehen. Aber da gab es die Kollision, jetzt gehen hier alle wieder vorbei. Eieiei, also das ist auf jeden Fall mal ein Rennen mit sehr, sehr vielen Unfällen, muss man sagen. Gucken wir mal, wer profitiert hier vielleicht noch. Hofmann auf der 20. Der kommt aber, glaube ich, kommt noch vorbei. Emons hier auf dem, ja, hat sich jetzt zurückteleportiert. Sein Rennen leider vorbei, sehr, sehr schade. Damit gehen wir mal wieder nach vorne. Geht gleich hier in die letzte Runde, glaube ich. Wo ist der Führende? Ja, müsste gleich in die letzte Runde reingehen. Berggold gerade auf der letzten Geraden unterwegs. Also die haben hier alle noch, ja, ungefähr 2 Runden vor sich. Schön eng zusammen. Gucken wir mal kurz bei Brückner. Der ist am Moldenhauer dran. Die beiden ersten Martin-Piloten nochmal. Ganz hinten haben wir nochmal Gephardt, der sich jetzt hier den McLaren schnappen will und den BMW, den kaputten. Außenrum, der McLaren geht sehr weit. Oh, das passt doch nicht. Und da wird er ordentlich eingequetscht. Er kommt da eigentlich ganz gut durch. Der McLaren Braun hat jetzt hier 2 Positionen verloren. Da ist er. Gephardt will jetzt nochmal Maisack. Nee, Maisack ist er vorbeigekommen. So rum. Der grüne BMW hier. Davor ist ja der kaputte BMW. Der hält natürlich jetzt ja auch so ein bisschen auf. Das sind natürlich alles dann Rückrundungen sozusagen. Ja, schwierige Situation.
Aber vorne geht's auch nochmal richtig gut zur Sache. Jan Bulch holt sich jetzt hier den AMG vielleicht Richtung Melbourne Herpin. Der versucht nochmal dicht zu machen, aber der M6 ist schon daneben. Jetzt nicht zu spät bremsen. Innenseite müsste eigentlich vorbeigehen. Und da geht noch der Lambo von Kleefels sehr weit. Der ist fast free weit jetzt aus der Kurve heraus. Eieiei, also hier geht's auch gleich in die letzte Runde rein. Bergold schon, ja, im zweiten Sektor unterwegs. Und da verliert jetzt, ja, Kleefeld. Nee, nicht Kleefeld, sondern Lindner die Position. Zwei Positionen, oder nee, eine Position. Aber mal gucken, ob jetzt Butch oder der Lamborghini vorne bleibt. Butch, der gewinnt die Position. Hat also hier beide überholen können. Auf die fünfte Position ging es damit jetzt nochmal in der vorletzten Runde. Jetzt sind sie in der letzten unterwegs. So, der BMW davor keine Position. Langhorst hat nochmal eine gelbe Flagge. Haben wir eben schon gesehen. Wahrscheinlich ein bisschen Schaden, könnte ich mir vorstellen. Mal kurz bei Anwand. Was hier passiert. Da gab es auch kurz eine gelbe Flagge. Da war auch einer Off-Track unterwegs. Mal sehen, hat er damit was zu tun? Na, nicht wirklich. Müsste ein Suicide Crew Porsche gewesen sein. Musste ein bisschen ausweichen hier. So, wir gehen mal nach vorne kurz. Bergold, der ist hier auch ordentlich im Verkehr unterwegs. Also da tummelt sich gerade ordentlich dahinter nach Cyberside. Moldenhauer ist da, glaube ich, mit Hofmann gerade am Gange gewesen. Jawohl, Hofmann geht am Moldenhauer nochmal vorbei. Schröter am Pai auf der 29 und auf der 30. Dahinter noch Street-Wide-Situation. Ja, so richtig, richtig enge Angelegenheit. Aber Lukas Bergold, ja, der gewinnt das Ding hier. Bisschen Glück natürlich durch die DT von Jeff Ewerts. Aber damit, nach Position 2 in Sandford, holt er sich den Sieg im zweiten Rennen. Auf der 2 ist Jeff Ewerts. Trotzdem sehr, sehr gutes Ergebnis. René Prey, ja, kurz zurückgefallen, glaube ich mal. Aber jetzt hier auf der 3, von der er gestartet ist, ins Ziel gekommen. Danny Anwand müsste Vierter werden. Jan Butch nehme ich, ja, ein paar Meter dahinter. Passiert nicht mehr viel. Was haben wir jetzt hier noch? Arling an Moritz vorbei. Gut, nicht das große große Problem, wenn man ein beschädigtes Fahrzeug da vor sich hat. Hier die beiden Porsche noch hintereinander. Gerwisch und Mons. Die hatten wir vorhin auch, glaube ich, das war eine Schikane Side by Side gesehen. Werden wahrscheinlich auch in der Reihenfolge ins Ziel kommen, wie es aussieht. Chris Heyer wird Achter. Gerwisch sehen wir jetzt hier. Der müsste jetzt, ja, wenn er sich nicht vertut, Neunter werden. Mons direkt dahinter. Hat sich zumindest noch mal ein paar Punkte holen können, hier der Führende der Gesamtwertung. Und Weggel hat sich gegen Guerra schlagen können. Der kam nicht mehr vorbei. Viele, viele Runden war hinterher. Roman Wagner, mal gucken, ob er den Audi von Jerome Eckert noch hinter sich halten kann. Sollte auch kein Problem sein. Einmal noch links rum. Und dann geht es hier auf der 13 bzw. 14 ins Ziel. Was haben wir noch? Zweikampftechnisch. Ich glaube, das war's soweit. Detlef Kepp ist der Nächste, der noch reinkommt. Stefan Rosse auf der 16. Daniel Arning kommt auf der 17 gleich ins Ziel. Ah, Moritz auf der 18. Dahinter, glaube ich, fast alle im Ziel bereits. Ja. Da müssten dann gleich alle soweit durch sein. Moritz rettet sich hier irgendwie noch ins Ziel auf der 18. Leider außerhalb der Punkte für die Gesamtwertung. Auf der 18 damit. Und damit müssten eigentlich alle soweit durch sein, wenn ich es richtig sehe. Ja, sind alle durch. Alle anderen stehen bereits in der Box. Also Bergold, hier sehen wir ihn. Da ist er, der Erste. Hat also das Ding heute gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wird sich sehr, sehr gut ja, auswirken auf die Gesamtwertung, die wir uns dann nächstes Mal anschauen. Ich schaue mir jetzt mal an, wo ich euch gleich weiterhin raiden werde. Wird doch ein bisschen was los sein, denke ich mal. Hier sehen wir die ersten drei übrigens. Sehr, sehr schönes Bild. Wir gehen mal kurz ins Studio dafür. So, da sind wir. So, wo schicke ich euch hin? Wo schicke ich euch hin? Mal gucken, wird hier noch gefahren? Denke mal schon. Oh ja, da ist noch ein bisschen Rennen, sehr schön. Dann schicke ich euch gleich dahin. Ja, also, zweites Rennen haben wir hinter uns gebracht. Doch viele, viele Unfälle tatsächlich. Da haben einige von profitieren können. Ein paar Strafen hatten wir auch vor dem Rennen, aus dem letzten Rennen. Auch während des Rennens hatten wir ein paar Strafen. Ja, werden einige sicherlich nicht so gute Laune heute haben, was das Rennen angeht. Andere ein bisschen bessere Laune. Ja, danke nochmal für Captain Mastinox für den Follow und Chris Schernhammer natürlich auch danke für den Follow. Herzlich willkommen und ja, danke fürs Zuschauen. In zwei Wochen geht's dann weiter mit dem Sprint Cup bei Hove Sim Racing auf jeden Fall. Hier auf dem Kanal geht's, denke ich mal, Samstag weiter. VCO LFM steht da ja an 9 Stunden auf Watkins Glen. Werde ich, denke ich, auch mal eine kleine Schicht übernehmen. Sonntag eventuell dann LFM Endurance Series und Montag, glaube ich, das letzte Rennen bei Racing League Esports. Da geht's dann auch nochmal, ja, zumindest an der einen oder anderen Stelle nochmal zur Sache. Wir gehen jetzt mal zu Jochi rüber. Lass mir schöne Grüße da. Der ist gerade auf Misano in der Nacht unterwegs. Das Rennen gerade erst gestartet, also kriegt er noch ein bisschen was mit hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein, ja, schönes Rennen hier zum Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann, ja, sehen wir uns die Tage sicherlich, wenn ihr mögt. Bis dann. Ciao, ciao.